Hey meine Lieben, ich hoffe es geht allen gut und ihr seid alle gesund. Entweder seid ihr schon ein Teil der Crimecats Familie oder ihr seid zum ersten Mal mit dabei, dann sage ich herzlich willkommen. Ich bin Sonja, die Mutter der Crimecats. Und wenn ihr, so wie wir, eine Leidenschaft habt für True Crime Fälle und die Liebe zur Gerechtigkeit, seid ihr hier genau richtig. Wir möchten heute gemeinsam Anthony Avalos gedenken und dafür sorgen, dass sein Leiden nicht vergessen wird. Anthony hat morgen oder heute, je nachdem, wie ich es schaffe, das Video hochzuladen, weil mein Router kaputt war, seinen 15. Geburtstag. Oder falls ihr irgendwann das Video schaut, er hat am 4.5. Geburtstag. Und ihr könnt ihm ja auch nachträglich gedenken oder nächstes Jahr, je nachdem wann ihr das Video schaut. Ihr wisst jetzt, wann sein Geburtstag ist. Seine Familie will diesen Tag übrigens feiern, da diese Monster nun endlich nach fast 5 Jahren das erhalten haben, was sie verdienen. Und zwar eine gerechte Verurteilung. Gerecht, naja, ist es jemals gerecht, das was ihm angetan wurde? Ich glaube, das kann nichts wieder gut machen. Aber sie möchten halt, dass dieser Tag nicht traurig begonnen wird, sondern fröhlich, besonders auch in Rückblick oder Hinblick darauf, dass sein Tod es ermöglicht hat, dass seine Geschwister jetzt bei David Barron, das ist der Bruder der Täterin, der angeblichen Mutter von Anthony, was man ja nicht so bezeichnen kann, sie ist für mich keine Mutter. Sie hat ihren eigenen Sohn ermordet, also entschuldigt, wenn ich sie nicht als Mutter sehen kann. Er hat die ganzen Kinder aufgenommen, also die Geschwister von Anthony, und die leben jetzt glücklich und in Sicherheit bei ihm und seiner Frau. Also vielen Dank an David Barron und Maria Barron, dass wenigstens diese Kinder in Sicherheit sind und dass ihr so für Anthony gekämpft habt. Und wir wollen das jetzt genauso tun und wenigstens schauen, dass wir ihm ein wenig gedenken. Ich wende mich auf unserem Kanal fast ausschließlich den Fällen von Kindern. Das wissen die, die das schon lange verfolgen. Weil ich finde, es wird viel zu wenig darüber gesprochen und getan. Aber das ist wichtig für die Opfer, für die Überlebenden, die Familien und die Gesellschaft, wie ich finde. Damit mehr hingesehen wird und auch eingegriffen. Das ist mir ganz wichtig. Jeder kann eingreifen und was tun im Thema Kinderschutz. Es gibt dazu übrigens auch noch ein Video auf meinem Kanal, Kindesmisshandlung erkennen, wenn ihr unsicher seid oder mal reinschauen wollt. Es würde mich sehr freuen. Jetzt ist übrigens noch schnell die Gelegenheit, wenn auch ihr zu Crimecats von mir gehören wollt. Hier ist jeder willkommen. Dann schließt doch ein Abo ab, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst, oder lasst doch ein Like da und das Abo kostet euch nichts. Wer mich unterstützen will, der kann das über die eingeblendeten Möglichkeiten tun. Ich bin sehr darauf angewiesen, da ich fast nichts damit verdiene hier mit dem Kanal, weil es ein heikles Thema ist. Deswegen sind meine Inhalte eingeschränkt. Ich möchte dieses Projekt noch lange machen können. Es ist mein Herzensprojekt. Allerdings muss ich ja auch von irgendwas leben. Nein, ich bekomme kein Hartz IV oder irgendwas. Nein, würde ich auch nie. Ansonsten bin ich halt irgendwann dazu gezwungen, wieder einen zweiten Job mir zu suchen zu meinem Hauptjob. Obwohl ich den Kanal als Berufung empfinde. Und so auch das, also das ist mein Hauptbeweggrund, das, was mir angetan wurde, kann ich hier halt besser mitverarbeiten. Zumal ich dann auch das Gefühl habe, wirklich etwas für diese Kinder getan zu haben, damit ihr Tod nicht umsonst war oder vergessen, oder für zukünftige Kinder vielleicht was zu bewegen oder darauf hinzuweisen, dass mehr hingesehen wird. Ich wende mich heute, wie schon gesagt, dem Fall von Anthony Avalos zu, der eng verknüpft ist mit dem Gabriel Fernandez-Fall, aber auch den von Noah Katuras, denn alle drei lebten im Zuständigkeitsgebiet von Los Angeles County, also Palmdale, und zwar dem Department of Children and Family Service.
sozusagen wie bei uns die Sozialarbeiter, dem Jugendamt, dem Jugendschutz und der Polizei in Palmdale. Es wird auch über die beiden Kinder am Ende der Dokumentationsreihe The Trails of Gabriel Fernandez mit Entsetzen und Fassungslosigkeit geblickt, besonders vom Staatsanwalt Hatami, der gerade zu dem Zeitpunkt den Fall von Gabriel abschließen konnte und für Gabriel Gerechtigkeit erkämpfte. Der Prozess endete übrigens mit der Todesstrafe für den Täter, den Freund. Und für die Mutter, die Täterin, gab es eine lebenslange Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung, die Pearl Fernandez. Es wird in der Dokumentation auch schon ausgiebig über das nicht funktionierende Netzwerk, das eigentlich die Kinder schützen soll, eingegangen und gesagt, dass es Zeit brauche für die Umsetzung eines neuen Konzeptes, es auszuarbeiten und zu etablieren. Für mich ist das nicht akzeptabel, überhaupt nicht. Denn in dieser kostbaren Zeit hätten diese Kinder schon dringend Hilfe gebraucht, weil es sind ja schon Jahre vergangen, bis es zu Anthony Avalas Tod kam. Die hätten gerettet werden können. Denn vielen schutzbedürftigen Kindern läuft die Zeit davon und sie zahlen dafür mit ihrem Leben, wohingegen die Kinderschutzbehörde von Palmdale keine Überwachung und keine Strafe fürchten muss, gar nichts. Für die Kinder, die jeden Tag dem ausgesetzt sind, die jeden Tag leiden müssen, fehlt einfach angeblich die Zeit und das Geld, um ihnen richtig und schnell helfen zu können. Aber ihre Lebenszeit läuft buchstäblich vor den Augen aller ab. Ich hoffe, dass genau wie hier in Deutschland, da gibt es ja auch das Problem, sich viele zusammenschließen und dass es eine Änderung gibt. Unsere Kinder sind unsere Zukunft und es darf sowas nicht passieren. Und wenn, dann müssen gerechte Strafen her oder den Opfern muss angemessen geholfen werden. Ich weiß ja selber, wovon ich rede und viele meiner Abonnenten auch. Deswegen bleibt weiter stark. Ihr seid ganz, ganz toll und immer danke für eure Geschichten. Ihr seid die Besten. Wer ja, meine zweiteilige Dokumentation über den Gabriel Fernandez-Fall noch nicht gesehen hat, dem lege ich es nahe, das jetzt nachzuholen, der Anthony nach Gabriel starb und man dann schon einen besseren Einblick erhält in die ganze Situation der Hilfsmaßnahmen, die nötig gewesen wären, um Gabriel zu retten. Hier die Triggerwarnung, es geht um Mord und Misshandlung von Kindern. Wer jetzt mutig mit mir weitergehen will, dem sage ich, so, let's go, Crime Cats. Bei allen anderen, ich verstehe das. Es ist nicht schlimm, achtet bitte auf euch und wir sehen uns bei einem anderen Fall oder ihr überspringt die schlimmen Sachen. Oder ihr, wie gesagt, schaut einfach auf meinem Kanal, ob ihr was anderes findet. Vielleicht kennt ihr einen Fall noch nicht, der euch nicht so mitnimmt wie dieser. Wir starten in den Fall mit den ersten Jahren von Anthony und seiner viel zu kurzen, unbeschwerten Kindheit. Anthony Nolan Alvalos wurde am 4. Mai 2008 in Palmdale, Kalifornien, geboren. Seine Mutter Heather Barron, 18 Jahre alt, und sein Vater Victor Alvalos war noch minderjährig, als Anthony das Licht der Welt erblickte. Sein Vater hat nach Aussagen der Familie ihn sehr geliebt, aber der Vater, der dürfte nach einigen Monaten halt nicht länger bleiben und wurde nach Mexiko ausgewiesen. Er versuchte, so oft er nur konnte, den Kontakt aufrechtzuerhalten durch Videoanrufe, aber ist natürlich nicht vergleichbar mit einer richtigen Vaterrolle, das wissen wir alle. Für seinen Sohn konnte er nicht in dem Maße da sein, also ihm nahe sein oder Heather entlasten, sage ich mal, wie das üblicherweise der Fall gewesen wäre. Er hatte auch finanziell nicht so die Mittel, weil wir wissen ja, dass in Mexiko viel Armut herrscht. Gott sei Dank hatten Anthony und seine Mutter das Glück, eine sehr große Familie zu haben, von Onkel, Tanten, Großeltern, die vernarrt in den Kleinen waren. Ihr seht die Fotos, man weiß sofort warum. Und die sind beide sehr unterstützt worden von der Familie. Heather konnte dadurch zusätzlich zu der staatlichen Hilfe, die sie erhielt, für sich und den Kleinen halbtags in einem Subway-Lokal arbeiten, da immer jemand für ihren Sohn da war, der ihn liebevoll umsorgte, dachte sie.
Denn jetzt kommen wir zum Ende von Anthonys unbeschwerter Kindheit, also dem Ende von Anthonys Kindheit. Leider. Ich habe jetzt durch mehrere Artikel und Auszüge der Gerichtsakten sowie eine genaue Untersuchung eines Sonderausschusses, der die Arbeit des DCFS überprüft hat, wie schon im Fernandes-Fall, eine genaue Übersicht erhalten, was falsch gelaufen ist und es für euch halt zusammengefasst. Der öffentliche Druck war sehr groß, gerade nachdem doch alles anders und besser gemacht werden sollte nach Gabriel Fernandes. Und ich sage euch schon jetzt, ich war teilweise fassungslos und einfach nur wütend über das ganze Ausmaß des Versagens und der verpassten Chancen wirklich. Wir starten mit dem allerersten Kontakt mit dem Department of Child and Family Service in Los Angeles, Palmdale, das ich der Einfachheit halber abkürzen werde mit DCFS, so wie es auch offiziell gemacht wird überall. Ihr wisst dann Bescheid, was ich meine. Und wie gesagt, ich habe die wichtigsten Positionen zusammengefasst, da es 88 Anzeigen waren. Im Februar 2013 sollte nun etwas Schreckliches ans Tageslicht kommen, das die Unschuld und Unbeschwertheit des jungen Anthony für immer zerstören würde und wird. Der Junge berichtet wohl einem Familienmitglied ganz verstört, dass sein Großvater mütterlicherseits ihn sexuell missbrauchte. Anthony war gerade 4 Jahre alt. Derjenige rief Gott sei Dank am 28. Februar 2013 bei der Hotline für Kindesmissbrauch an, die ja schon ins Leben gerufen wurde nach dem Tod von Gabriel Fernandes und eigentlich eine schnelle und richtige Gefahreneinschätzung vornehmen sollte, um dann zu entscheiden, was zu tun ist. Sie entschieden richtig, da sie seine Mutter aufforderten, Anthony sofort in eine Klinik zu bringen, wo es sich leider auch bestätigte, dass der Junge missbraucht wurde. Das war der Auftakt für viele weitere Anrufe bei der Hotline, insgesamt, wie schon gesagt, 88 Anzeigen von 2013 bis 2018, von denen 15 als unbegründet abgewiesen bzw. vermerkt wurden. Aber keine Angst, ich habe einen Auszug der meiner Meinung nach wichtigen Ereignisse zusammengefasst und dort gehe ich besonders auf die angeblichen 15 unbegründeten Vorwürfe ein, die meiner Meinung nach nicht unbegründet sind oder waren. Waren natürlich. Der Junge wurde also nach der Bestätigung der Klinik des Missbrauchs zunächst mitgenommen, um ihn den Großvater zu entziehen, wie das auch absolut richtig ist. Er dürfte aber wieder zurück, nachdem die Mutter gesagt hatte, dass der Großvater ausgezogen ist und es keinen Kontakt mehr geben wird. Die DCFS-Aufzeichnungen zeigen, dass die Ermittler unglaublicherweise zu dem Schluss kamen, dass der Missbrauch zwar stattgefunden hatte, aber sie richteten keine laufende Überwachung oder Beratung ein, nachdem, wie gesagt, ja Anthonys Mutter alles versicherte. Und auch, dass sie sich Hilfe suchen würde für sich und ihren Sohn und ihn, wie gesagt, von dem mutmaßlichen Täter ab jetzt fernhalten würde. Sie zeigten es noch nicht mal an, obwohl es eine Straftat war und dieser Mann eine Gefahr für Kinder darstellte. So, jetzt könnt ihr euch denken, dass Anthony alles andere als eine liebende Mutter hatte. Denn durch den Prozess, aber auch schon vorher durch Anrufe bei der DCFS kam dann heraus, dass sie gelogen hatte. Der Großvater, also ihr Vater, hatte weiterhin Kontakt zu Anthony, aber damit nicht genug. In den kommenden Jahren waren ja auch die anderen Kinder immer wieder in seiner Betreuung. Und selbst wenn vielleicht Anthonys Mutter auch, was jetzt meine Vermutung vielleicht so ein bisschen ist, auch missbraucht wurde, heißt das in meinen Augen ja nicht, dass man zulässt, dass es den eigenen Kindern passiert und das immer und immer wieder. Es macht mich unglaublich wütend. Und ich frage mich wirklich, wie diese Frau nachts noch ruhig schlafen konnte. Ebenso wie diese DCFS-Mitarbeiter, die einen Pädophilen hätten aus dem Verkehr ziehen können, wirklich.
Nachdem Anthony dann 6 Jahre alt geworden war, erzählte seine Tante Crystal DeGroot ihrem Therapeuten, dass Anthonys Mutter ihn schlug und ihn in einem Raum ohne Zugang zum Essen oder einem Badezimmer einsperrte. Denn sie schien das sehr, sehr zu belasten. Aber nicht sie, das ist unglaublich, ne? Aber nicht sie, sondern der Therapeut, der eigentlich Schweigepflicht hat, rief die Hotline an. Und zwar am 29. April 2014, um zu sagen, was er gehört hatte. Also wurde dem nachgegangen, und zwar diesmal, wie es auch sein sollte, indem ein DCFS-Mitarbeiter nicht nach Hause, sondern zur Schule fuhr und den Jungen dort befragte, ohne die Mutter. Ist ja schon mal ein Fortschritt, ne? Anthony bestätigte den Bericht gegenüber den Sacharbeitern, der ihn in der Schule interviewte. Weitere Interviews ergaben, dass seine Mutter sich nicht beraten ließ, wie versprochen. Und die Lehrer berichteten, dass Anthony sich mit einem Kind oder anderem Kind unangemessen sexuell verhielt. So die DCFS-Aufzeichnung. Also er hat ja auch keine Therapie und gar nichts bekommen, der Junge. Und er wurde ja auch weiter missbraucht. Ein solches Verhalten, wie Anthony das an den Tag legt, das gab es ja schon in vielen verschiedenen Fällen, die ich hier behandelt hatte auf meinem Kanal. Und auch in verschiedenen Fachzeitungen wird davon berichtet halt. Er hat ja auch keine Therapie oder richtige Hilfe erhalten. Und es ist halt keine Seltenheit bei Opfern von sexuellem Missbrauch, dass sie sich so verhalten. Es ist auch zudem ein Warnzeichen. Das hätte ernst genommen werden müssen, dass er Probleme hat. Die DCFS-Mitarbeiter schrieben in den offiziellen Bericht auch korrekt, dass Anthonys Mutter sich keine professionelle Hilfe holte für Anthony und dass seine Geschwister ihn auch bestätigten, denn mittlerweile hatte sie weitere Kinder bekommen, also 2 mit einem weiteren Mann, dass sie ihn geschlagen habe. Das bestätigten die Geschwister, den Anthony. Aber das ist noch nicht alles, denn sie überprüften ebenso das Zuhause von Heather. Die Sachbearbeiter stellten dabei fest, dass der Haushalt total vernachlässigt wurde und es keine Strukturen gab. Sie verwiesen die Familie an das freiwillige Familienerhaltungsprogramm. Der Abteilung im Rahmen des Programms können Kinder bei ihren Familien bleiben, während sie daran arbeiten, Probleme zu lösen, die auch dem Missbrauch zugrunde liegen. Das, meine Lieben, ist ein absolutes Fehlverhalten, denn dieses Programm ist für Fälle mit einem geringen Risiko konzipiert, um die Anzahl der Kinder in den Pflegefamilien zu reduzieren. Oft gibt es keine gerichtliche Aufsicht oder einen Anwalt, der das Wohl des Kindes vertritt oder kontrolliert. Es wird auch nicht der Erfolg oder die Teilnahme durch das DCFS oder deren Mitarbeitern kontrolliert. Aber das kennen wir ja schon vom Gebel-Fernandes-Fall. Der eine schiebt die Verantwortung einfach an den anderen weiter. Aber das schien Methode zu haben, denn beide internen Untersuchungen durch Anthonys Tod zeigten, dass die Sachbearbeiter Kinder einschließlich Anthony in dieses Programm aufnahmen, selbst nachdem dieses Risikobewertungstool der Abteilung für die Kinder ein hohes Missbrauchsrisiko eingestuft hatten. Und wir erinnern uns auch, Gabriel Fernandes war trotz seiner Risikoeinstufung von sehr hoch in diesem Programm gewesen. Die Sachbearbeiter entfernten Gabriel auch nicht aus seinem Haus, selbst nachdem er diesen Abschiedsbrief geschrieben hatte, er Wunden von einer BB-Gun-Luftpistole hatte, die ihm ins Gesicht geschossen wurde. Obwohl er in der Schule erschien und seine Lehrerin davon erzählte, dass seine Mutter ihn körperlich und emotional missbraucht hatte und er mehrfach um Hilfe gebeten hatte oder auch für den Jungen um Hilfe gebeten wurde, wie von seiner Lehrerin oder dem Wachmann. Und dieses Risikobewertungstool hatte ich schon als bedenklich gesehen im zweiten Teil des Fernandes-Falls, da anscheinend die falschen Personen damit arbeiten. Denn entweder gibt man es nicht wahrheitsgetreu ein
Oder man tut es und hält sich dann einfach nicht daran. Trotzdem es klare Empfehlungen gibt. Warum auch? Das DCFS ist unabhängig. Sie werden nicht überprüft und sie haben rechtlich nichts zu befürchten, sehe den Fernandes-Fall. Einer der Sachbearbeiter, die Anthony zugewiesen wurden, war Matthew Mansfield, ein erfahrener DFC-Supervisor, der auch eine Rolle bei Gabriels Platzierung in diesem Freiwilligenprogramm spielte. Er wurde später auch nach einer internen Untersuchung für sein Nicht-Eingreifen diszipliniert, wie aus den Protokollen der Grand Jury hervorgeht. In Anthonys Fall brachten Mansfield und sein Kollege Mark Millman, ein Berater, ihn quasi im Kinderzentrum in Anthony Loeb Valley unter, mit seiner Mutter zusammen, und die sollten sich quasi der Familie annehmen. Heather Barron war damals 24 Jahre alt und hatte vier Kinder und ein weiteres war auf dem Weg. Allein auf der Grundlage der von Frau Barron zur Verfügung gestellten Informationen glaubte der Gutachter, dass ihre Fähigkeiten, ihre Kinder angemessen zu betreuen, durch ihre schlechten Erziehungsfähigkeiten, ihr schlechtes Urteilsvermögen und ihre Verleugnung sowie ihr mangelndes Bewusstsein für ihre psychischen Probleme stark eingeschränkt war. Das schrieb der Berater übrigens Luis Ramirez im Juni 2014. Barons spezifisch psychische Diagnosen, die sind in den Aufzeichnungen allerdings geschwärzt worden. Trotzdem wurde das Gutachten komplett ignoriert und die Familie wurde in Ruhe gelassen, beziehungsweise die Kinder wurden in der Familie belassen und es lief einfach so weiter. Wendy White, eine weitere Beraterin im Kinderzentrum, die viel Zeit mit Anthony und seiner Mutter verbrachte, rief am 14. Oktober 2014 die Hotline für Kindesmissbrauch an, um zu berichten, dass dieses Biest, entschuldigt, aber es widerstrebt mir weiterhin, diese Frau Mutter zu nennen. Es wäre wirklich eine Beleidigung für alle, die eine wirkliche Mutter sind. Ich hoffe, ihr versteht das. Weil ich will möglichst viel, mit möglichst viel Respekt Anthony und diesem Fall entgegnen und seiner Familie, aber nicht dieser Frau. Also ihr wisst Bescheid, die Mutter ist ab jetzt das Biest. Dass dieses Biest also eines von Anthonys Geschwistern gewaltsam packte, berichtete sie, und ihn durch den kompletten Raum schleifte, ständig abfällig über ihre Kinder sprach und nichts als Wut auf ihre eigenen Kinder zeigte. Also nichts als Wut. White erzählte dem Berater der Hotline, dass Millman vom DCFS, der eigentlich zuständig war, nur langsam oder gar nicht auf ihre Anrufe reagierte und auch keine Maßnahmen zu ergreifen schien, als sie ihn schließlich dann doch erreichte. Deshalb rief sie nun bei der Hotline für Kindesmissbrauch an, weil sie dringend Handlungsbedarf sah. Dieser Anruf hatte Erfolg, denn Shane Buckley, ein weiterer DCFS-Mitarbeiter, wurde beauftragt, Wendy Whites Bericht zu untersuchen. Er schrieb in sein Protokoll, dass Barron fluchte, schrie, zugab, mit einem Gürtel die Kinder geschlagen zu haben. Buckley zitierte dann, was Millman darauf antwortete mit seinen Worten. Unglaublich ist das, passt auf. Angesichts der Kinder, ihres Alters und ihres Verhaltens tut dieses Biest, was sie kann. Und dass die Sorge unbegründet sei. Unglaublich. Ohne Worte. Ihr werdet gemerkt haben, dass ich jetzt zu einer anderen Tageszeit weiterdrehe. Ich hoffe, das ist okay, aber ich muss halt das Wohnzimmer immer benutzen, weil ich kein Drehzimmer habe. Und da muss man dann schon mal umdisponieren oder umräumen. Und diesmal musste ich halt einen Cut machen und nochmal später weiterdrehen. Also nicht wundern und ja. Merken die irgendwas? Ich meine, da verhält sich wirklich mal so eine Mitarbeiterin richtig korrekt von so einer Unterstützungsstelle und sieht, dass da wirklich Handlungsbedarf ist im Gegensatz zu den anderen. Und
nimmt das Risiko in Kauf, dass das Kind vielleicht sogar nicht mehr in der Betreuung ist und die das Geld verlieren würden. Und diese Leute tun, als wenn da alles in bester Ordnung wäre. Also ich kann nur wirklich sagen, diese Leute sind absolut fehlbesetzt, meiner Meinung nach. Absolut. Also dann am 5. November 2014 rief eine andere Therapeutin aus dem Kinderzentrum Crystal Gee die Hotline für Kindesmissbrauch an, um zu berichten, dass eines der Kinder ihr sagte, dass die Mutter sie schlage, also dass dieses Biest sie schlage und einsperrte. Milman vom DSFS rief sie nur an und habe sich dann in einem kurzen Gespräch mit ihr unterhalten. Sie sagte also quasi bei der genauen Untersuchung dann auch nochmal aus. Es gab ja diese genaue Untersuchung nach dem Tod von Anthony Alvalos und da sagte sie halt, dass nichts passiert sei. Allerdings, also das kann man wohl alles nachvollziehen, wie oft dieses Softwareprogramm genutzt wurde. Allerdings hat er über das Softwareprogramm, das quasi zur Unterstützung eingesetzt wird, das Missbrauchsrisiko einzustufen, einzuschätzen, hat er die Kinder erneut bewerten lassen. Und das Ergebnis war eindeutig, die Wahrscheinlichkeit war hoch. Ja, das ist unglaublich, dass man über dieses Programm wieder hinweggegangen ist. Da sehe ich ja halt diese Gefahren drin, dass da immer noch Menschen für zuständig sind, das auch auszuführen. Aber der Sachbearbeiter Buckley und sein Vorgesetzter Millman setzten sich, wie gesagt, über die Empfehlung hinweg. Sie schlossen sogar die Untersuchung mit der Begründung, sie hätten keine Beweise, um die Vorwürfe zu untermauern. Ja, was nützt sowas, ne? Ist echt lächerlich und fatal für die Kinder, dass da so mit Empfehlungen umgegangen wird. Aber die haben doch was getan, nämlich was zu ihrem Vorteil. Nämlich das Einzige, was Millman und wiederum dessen Vorgesetzter, jetzt kommt ein Herr Mansfield ins Spiel, taten, war, dass sie gegen Ende 2014 das involvierte Kinderzentrum aus dem Fall nahmen und beauftragten eine neue Agentur. Und zwar Hathaway Skymore's Child and Family Services. Die haben auch schon Gabriel Fernandes durch die Beraterin Barbara Dixon betreut, ne? Die hatte ähnliche Dienstleistungen damals in dem Fall erbracht. In den Dateien wird nicht angegeben, warum der Wechsel vorgenommen wurde. Ich kann euch das sagen. Die haben ihren Job zu ernst genommen. Die haben zu oft angerufen. Die haben zu oft versucht, den Kindern zu helfen. Das war der Grund. Nichts anderes. Crystal Gee sagte auch später vor Gericht bei der Grand Jury aus, dass sie die Entfernung zu dem Zeitpunkt seltsam fand. Ja, müssen wir nichts zu sagen. Das finden wir auch komisch, ne? Wie gesagt, also Hut ab, diese Bedrohung hat sie ernst genommen, selbst wenn sie jetzt die Einnahme verloren hätte. Aber was soll man machen, wenn dann lieber jemand genommen wird, der einen gänzlich in Ruhe lässt oder im Nichtstun unterstützt? Dixon wurde übrigens auch später über die Rolle im Fernandes-Fall vor Gericht, musste sie aussagen über den Tod. Im Jahr 2017 teilte sie dem Gericht im Strafverfahren gegen Gabriel Fernandes Sacharbeiter mit, dass sie schwere Verletzungen erlebt habe, die Information jedoch nicht an die Hotline für Kindesmissbrauch weitergegeben hat, die hat sie vorenthalten, obwohl das staatliche Gesetz sie verpflichtete, eigentlich die Frau Dixon, alle mutmaßlichen Misshandlungen zu melden. Sie ging für dieses Verhalten bei Gabriel Fernandes ja schon ohne Strafe und Konsequenzen raus. Das muss man sich mal vorstellen. Die hat keinen Jobverlust erlitten. Ihr wurde für ihre Aussage Immunität gewährt. Also ein Deal with the Devil wieder. Warum sollte sie also auch diesmal ihre Arbeit richtig machen? Gab ja keine Begründung, ne? Warum passierte ja nie was? Nachdem Dixon mit Anthonys Fall betraut war, richtete sich der Schwerpunkt ihrer Beratung nicht auf den Missbrauch in der Familie und diesen zu reduzieren, nicht auf Anthony, nicht auf seine Mutter. Aus ihrer Fallnotiz geht er hervor, dass sie ihm riet, also sie hat sich nur noch auf den Jungen konzentriert und sein angeblich schlechtes Verhalten, dass sie ihm riet, seiner Mutter aufmerksamer zuzuhören und seine Hausaufgaben zu erledigen und sich zu benehmen.
Unglaublich, ne? Dabei war der ja auch so ein Vorzeigeschüler und alles. Ihre Notizen, die sie sich über einen Zeitraum von etwa einem Jahr, vom Februar 2015 bis Januar 2016 erstreckten, war Anthony 6, 7 Jahre alt. Die zeigten den Jungen als anfällig für Jammern, hat sie ihn beschrieben, Weinen und angebliche Wutanfälle, von denen sie sagte, dass sie ihn sehr, sehr schwierig machten. Einige von Dixons Notizen wurden aus einer Sitzung einfach diese Protokolle in die nächste kopiert. Also kompletter Wortlaut einfach. Vielleicht hat sie sich das Kind noch nicht mal angeguckt. Einfach das eine wieder rüber kopiert und fertig, ne? Und dann steht dann das Gleiche da nochmal, ne? Und sie erwähnte nicht die neuen Missbrauchsvorwürfe, die während der Zeit, bei der sie mit der Familie arbeitete, auch bei der Hotline für Kindesmissbrauch eintrafen. Es gab ja genug Anzeigen. Jetzt kommt ein neuer Abschnitt, und zwar beleuchten wir jetzt den Partner von Heather, den sie ja gefunden hat, und zwar zwei, die das Hobby Kindesmisshandlung ausleben. Die zukünftigen Anrufe, nämlich bei der Hotline für Kindesmissbrauch, also die betrafen diesmal nicht nur die Mutter, denn diese hatte nun schon seit einiger Zeit einen Partner gefunden, der ihre Vorliebe für Gewalt an den Kindern teilte. Und zwar Karem Laiwa. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Karem Laiwa oder Liwa. Dieser wurde ihr fatalerweise durch ihren Bruder David Barron vorgestellt im Jahr 2015. Ihr merkt, also das ist jetzt so schon in der Zeit, wo auch der Missbrauch stattfand, weil der Gebel, der ist von einem von ihrem ersten Partner. Dann hat sie nochmal Kinder bekommen mit einem zweiten. Und die letzten, die hat sie alle mit ihm bekommen, quasi. Also 3 Kinder hatte sie schon, als er dann in ihr Leben trat. Und ja, 7 wären es an der Zahl. Obwohl sie so überfordert war, kam fast jedes Jahr, ja, kam so ein Kind zustande. Dieser David Barron, ihr Bruder, der arbeitete zusammen mit ihm in einer Versandanlage in Santa Clarita. Und Heather und er begannen quasi sofort eine Beziehung, die sich bis zu dem Tod von Anthony auch erstreckte und geprägt war von häuslicher Gewalt. Nicht gegenüber ihr, dem Biest. Das wird sie zwar in der Verhandlung behaupten, aber dafür gab es nie Beweise, warum auch. Die haben ja so gut auf den Kindern rumhacken können zusammen. Sie wird aber immer wieder behaupten, oder sie sagt es halt beim DCFS, dass es zwar Gewalt gebe, auch gegen sie. Allerdings, wie gesagt, nie Berichte, nie Krankenhausberichte, es gab nie Spuren davon oder sonstiges oder Anrufe oder Polizeianrufe, weil es gegen sie gerichtet war, die Gewalt. Das hielt sie jedoch nicht davon ab, auch noch das 7. Kind mit ihm zu kriegen, wie schon gesagt. Innerhalb weniger Monate, nachdem die beiden zusammenkamen, im Übrigen, erzählte der leibliche Vater eines der jüngeren Kinder, also der zweite Partner, mit dem sie Kinder hatte, der Polizei, dass der neue Partner seiner Ex, seinen Sohn missbrauchte. Der stellvertretende Sheriff Elijah Goffigan interviewte den damals 2-jährigen Jungen, der ihm erzählte, dass Laiwa, also dieses Monster, ich sag mal, können wir uns darauf einigen, weil ich möchte ihn weder als Stiefvater noch irgendwie als Vater bezeichnen, dass sie das Biest ist und wie ihn auch der Staatsanwalt Hatami vor Gericht nennt, oder vielmehr sie beide, aber dass wir differenzieren können. Er hat sie beide als Monster bezeichnet, würde ich sagen. Ich kann damit besser umgehen, weil der weder zum Vater taugt noch zum Stiefvater. Und ansonsten ist das wirklich wieder eine Beleidigung für alle, die diese Rolle liebevoll und gerne machen, in ihr aufgehen und die auch wirklich leben und ausfüllen. Also ist er für mich das Monster und sie das Biest. Also, dass man da so eine Abstufung hat, ne? Also, ja. Also der Junge bestätigte es, dass dieses Monster ihn gewaltsam auch am Ohr gepackt hat. Das ist auch sehr, sehr schmerzhaft für Kinder. Und es verletzt hat und zudem noch reingeschnitten. Der Sheriff, der Stellvertretende, schrieb, dass er die Wunden auch selbst gesehen hatte. Also tätigte er am 27. April 2015 richtigerweise einen Anruf bei der Hotline für Kindesmissbrauch.
und schilderte da dann die ganzen Vorwürfe, die absolut begründet waren. Er gab ebenso den Bericht an den Sheriff Chris Wade weiter. Dieser allerdings unternahm gar nichts, überhaupt nichts. Er versuchte gar nicht, dieses Monster anzuklagen, wie es eigentlich seine Pflicht gewesen wäre, und empfiehlt, die Ermittlungen zu beenden. Unglaublich. Aber gut, er ist der Chef. Was sollte der andere Polizist machen, ne? Da wurde er quasi so dargestellt, als hätte er gelogen und da wäre gar nichts so Schlimmes. Die CFS-Mitarbeiter haben den neuen Lebensgefährten übrigens dieses Monster auch zu keinem Zeitpunkt in diesen 3 Jahren, in denen sie die Familie untersuchten, mit eingebunden oder überhaupt befragt. Obwohl sie vermuteten, dass er regelmäßig nachts und am Wochenende im Haus war, wie halt auch die Fallnotizen gezeigt haben, und dass öfters ja auch Anrufe ihn betrafen. Gewalt, die er gegen die Kinder ausübte. Oder wie auch der Ex-Partner sagte, gegen die Kinder von ihm. Nichts, kein Gespräch, überhaupt nichts, hat nicht interessiert. Sie hielten sich auch nicht an die Regeln der Abteilung, die sie verpflichteten, nach diesen Anschuldigungen die anderen Kinder dieses Monsters oder deren Mütter, weil er hatte ja auch schon Kinder mit anderen Frauen, zu kontaktieren. Ob das quasi Methode hatte, ob er sich da schon mal was zu Schulden hat kommen lassen. Wenn sie das getan hätten oder wenn sie Gerichtsakten angefordert hätten und geschaut hätten, ob diese Person schon vorbestraft ist, hätten sie gesehen, dass dieses Monster 2 andere Frauen, also mit denen er Beziehung hatte, schon misshandelt hatte, schwer, und diese einstweilige Verfügung gegen ihn hatten, nachdem sie den Richter getrennt gesagt hatten voneinander, das war ja innerhalb von ein paar Jahren, dass dieses Monster sie in Anwesenheit ihrer Kinder massiv geschlagen hatte. Es gab auch ärztliche Atteste und alles, und dass sie richtig Angst vor ihm hatten. Die DCFS eröffnete einen Fall vor Gericht für die Halbgeschwister in dem Sinne, also weil er ja schon Kinder hatte, sind das in dem Sinne dann die Halbgeschwister auch für ihn, aber nicht für Anthony und die anderen Kinder, die mit ihm zusammen wohnten, da wären die verpflichtet zu gewesen. Das hätte alles ineinander übergreifen müssen oder ineinander greifen müssen, dass die kontrollieren und das Ganze. Es dauerte nicht lange, bis eine der zugewiesenen DCFS-Sachbearbeiterinnen, Anna Sciortini, zu einer Überprüfung des Kindesmissbrauchsvorwurfs wieder gerufen wurden. Und zwar hat schon wieder der Vater dieser Kinder sie in die Familie geschickt oder vielmehr ihr auch gesagt, dass man sichtbare Flecken und Blutergüsse im Gesicht und am linken Arm seiner Kinder sieht. Sie rief daraufhin, sie hat das geprüft und sie hat das auch gesehen. Sie rief daraufhin am 12. Juni 2015 die Hotline für Kindesmissbrauch an, um etwas zu unternehmen und zur Absicherung ihrer Person. Jetzt kommt es nämlich, passt auf, es ist unglaublich. Bei der Hotline sagte sie, dass sie das bezweifelt, obwohl sie es gesehen hat. Also sie ist dem nachgegangen, hat das gesehen, aber sie bezweifelt die Missbrauchsvorwürfe, wollte aber, dass es aufgezeichnet wird als unbegründet. Und jetzt kommt's, denn das Biest und einer der Jungen erzählte ihr, dass die Verletzung von einem Sturz und einer Rangelei unter den Jungs in der Dusche herrührte. Die Sachbearbeiterin hielt diese Geschichte für plausibel und bezeichnete die Behauptung des leiblichen Vaters der Kinder, der sich wohl direkt auch an die DCFS gewandt hat und nicht an die Hotline, als unbegründet. Sie wird später übrigens vor dem Untersuchungsausschuss zugeben, dass sie die Akten ihrer Abteilung zu früheren Missbrauchsbeschwerden, an denen Anthony und seine Geschwister beteiligt waren, nicht überprüft hatte. Sie hat gar nicht geschaut, ob es schon mal Vorwürfe gab. Auch hatte sie nicht, wie es vorgeschrieben wäre, also einen Arzt mit involviert, um diese Behauptungen von der Mutter zu überprüfen zu lassen. Also so hätte es laut den Richtlinien laufen müssen, seit neuestem, seit Gebel Fernandes. Und dann hätte man ganz leicht gesehen, dass das keine Unfallverletzungen sind, sondern Missbrauchsspuren. Da weise ich nochmal auf mein Video hin. Kindesmissbrauch erkennen. Wer sich bei sowas unsicher ist, kann das gerne nochmal anschauen. Ich hatte mir da mal die Arbeit gemacht.
Also ganz wichtig, dass ihr sowas unterscheiden könnt. Ich finde auch, da sind eigentlich solche Mitarbeiter für zu verpflichtet oder müssten das. Eine andere Richtlinie hat sie komischerweise aber doch befolgt. Diese verlangt, dass der Vorwurf zur strafrechtlichen Prüfung an die Polizei geschickt werden muss. Also sie muss das jedes Mal dann trotzdem, auch wenn es als unbegründet von ihr abgetan wird, weiter zur Polizei leiten. Und der Auftrag ging dann wieder an diesen stellvertretenden, also an den stellvertretenden Sheriff Billy Cox, aber ans gleiche Revier. Und in der Vergangenheit war er schon mal diszipliniert worden, weil er laut seiner Aussage vor Gericht einen nicht damit zusammenhängenden Kindesmissbrauchsvorwurf, also einen ganz anderen, nicht ordnungsgemäß untersucht hatte. Er gibt später zu, dass er das Monster und dieses Biest nie kontaktiert hat. Er hat nie nachgefragt oder dergleichen oder mit den Kindern geredet. Das war übrigens laut seiner Aussage später eine Routine und gängige Praxis dort. Also das war gang und gäbe. Dass wenn eine Überweisung von den Sozialarbeitern quasi kam oder wenn einer angerufen hat, das sozusagen abgestempelt und durchgenickt wurde als ja, war nix, hat die recht, ist alles gut. Nix passiert, alles gut. Richtig kompetent und richtig großartiges Verhalten. So wird man das Revier des Jahres, kann ich nur sagen. Ich bin echt sprachlos, wirklich. Ihr könnt ja auch mal was dazu sagen, was ihr da so drüber denkt. Im September 2015 war Anthony an der Lincoln Elementary School in Lancaster angemeldet oder eingeschrieben. Im Gespräch mit Anthony war die stellvertretende Schulleiterin Gia Seros. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber ihr verzeiht mir, wenn es ist manchmal ja mit den ganzen Namen und den richtigen ja, Dialekten so ein Problem, aber ich gebe mir Mühe. Die war zunehmend bestürzt, die stellvertretende Schulleiterin. Er erzählte ihr nämlich, dass seine Mutter ihn geschlagen und in einen Raum ohne Zugang zu Nahrung und Wasser und ohne Badezimmer gesperrt hatte. So die DCFS-Aufzeichnung. Er beschrieb ihr auch den Kapitänsstuhl. Und zwar ist das so eine Form der Disziplinierung, die er angewandt hat, dieses Monster, bei der Anthony lange Zeit mit ausgestreckten Armen in der Hocke sitzen musste. Und er musste dann quasi in der Hocke mit ausgestreckten Armen, da wurden ihm dann schwere Sachen draufgelegt, Bücher oder andere Sachen. Und das ist ja sehr schmerzhaft. Die mussten dann wirklich die Arme so halten. Also permanent, ganz, ganz schlimm. Und sie rief am 18. September 2015 die Hotline für Kindesmissbrauch an. Etwa zur gleichen Zeit hörten Anthonys Onkel David Barron bei einem Besuch durch die Kinder die gleichen alarmierenden Geschichten. Also wirklich, die waren schockiert. Sie erzählten halt dem Onkel und der Tante, dass dieses Biest und dieses Monster, diese beiden Monster, diese Eltern des Jahres, sie in einen Raum eingesperrt hatten und sie sagten, das Monster habe auch die Bestrafung des Kapitänstuhls angeordnet. Sie hatten ihm das auch erzählt. Außerdem sagten die Kinder, dass er ihre Gesichter und Beine mit Gürtel auspeitschte und Anthonys jüngerer Halbbruder, den ließ er von der, also kopfüber ganz oben von der Treppe baumeln und drohte ihn fallen zu lassen. Das muss man sich mal vorstellen. Was für eine Angst müssen die Kinder gehabt haben. Ganz, ganz großer, starker Mann ist das wirklich. Wie aus Hotline-Anrufen und DCF-Aufzeichnungen auch hervorgeht, dass das nicht das erste Mal war, dass sowas von anderen auch erzählt wurde. Als Hedda dann kam, um ihre Kinder abzuholen, also das Biest hinderte David und seine Frau sie, also körperlich daran, wirklich physisch, sie mitzunehmen und riefen am 19. September 911 an. Der stellvertretende Sheriff Michael Gallardo reagierte und rief die Hotline für Kindesmissbrauch ebenso an, um zu berichten, was passiert war.
Die schienen auch ziemlich erschüttert zu sein. Als er mit ihnen darüber sprach, sagte später der Gelado aus, der Polizeibeamte. Er sagte den Hotline-Mitarbeitern in der aufgezeichneten Leitung, also es wurde auch vor Gericht später vorgespielt. Und die fügten halt die Empfehlung hinzu, dass die Kinder auf keinen Fall mit ihrer Mutter nach Hause gehen sollten. Das war die Empfehlung dieser Hotline für Kindesmissbrauch. Auf keinen Fall mitgehen lassen und dem Kinder dem weiter aussetzen. Und am nächsten Tag rief dann der David selbst nochmal bei der Hotline an und sagte dann den Mitarbeitern das, was ihnen die Kinder geschildert hatten, nochmal expliziter, und zwar, dass sie in einen Raum lange gesperrt wurden, ohne die Möglichkeit auf Toilette zu gehen, sodass sie sich dann wirklich auch in die Hose machten. Und als das Monster das dann bemerkt hat, wurde er wütend und der warf mit schmutzigen Windeln nach ihnen, knallte sie wohl gegen Wände und Möbel und zerrte auch einen von Anthonys Halbbrüdern sehr stark am Ohr, bis der blutete. Auch bei den anderen, sodass die Ohren immer ganz verschorft waren von den ganzen Verletzungen. Und auch aktuell waren die Kinder frisch verletzt, wie der Onkel angab. Und er drückte auch die Kinder mit dem Gesicht in die Anziehsachen rein. Oder wenn die jetzt auf den Boden gemacht haben, weil die vielleicht gar keine Kleidung da hatten, dann hat er die mit dem Gesicht da reingedrückt. Die Kinder waren so hungrig, dass sie wirklich Essen horteten, fügte der David hinzu, also der Onkel. Auf die Frage, wie lange das schon so sei, hörte die Mitarbeiterin im Hintergrund die Kinder antworten, wie Kinder nun mal sind, 1000 Wochen, also schon ewig, ne? Für die kam das wahrscheinlich auch, für die war das wie eine Ewigkeit, das kam denen wahrscheinlich auch so vor. David erzählte dann ebenso den Hotline-Mitarbeitern, dass Anthonys Mutter sich ritzt vor den Kindern und sagt, dass sie das Leben hasst. Also er hatte wohl auch Videos von ihr, wie sie sich die Handgelenke aufschlitzt und sagt, dass sie sterben will, falls die Hotline diese auch als Beweis brauche. Er erzählte ebenso, dass dieses Monster ein Mitglied der MS-13-Bande sei. Das ist eine Gang, eine ganz gefährliche Gang da drüben in dem Gebiet. Und wir sehen ja, was für ein großes Gangmitglied er ist, dass er Kinder quälen muss. Aber die gehen anscheinend gerne an Schwächere ran. Ich habe keine Ahnung. Und dass er halt Angst davor hat, weil der Ruf ist halt wirklich sehr, sehr ausgeprägt dort, dass sie sehr gewalttätig sind. Er hat Angst, was der halt als nächstes tun würde, auch weil die Kinder ja jetzt gesprochen und erzählt hatten. 2 Tage später traf sich dann die DCFS-Sachbearbeiterin Ikea Vernon mit Anthony im Haus seiner Tante und seines Onkels. Er wiederholte halt die ganzen Sachen, die sein Onkel gesagt hatte über den Missbrauch. Und Vernon rief dann auch die Barbara Dixon an und 2 andere Hathaway Sky Moss Beraterinnen, die seit 7 Monaten mit der Familie halt gearbeitet haben. Und sie unterstützten die Heather. Also das Biest wurde unterstützt von denen in der Erziehung, und während der ganzen Diskussion hielten sie hier halt die Stange. Jeder Dienstleister berichtete, dass er noch nie etwas von Missbrauch von den Kindern gehört hätte, noch nie was gesehen, es gab keine Vernachlässigung, schrieb dann später die Vernon in ihren Bericht rein. Also die Miss Vernon. Diese Miss Vernon, die war erst vor kurzem in diese Abteilung eingetreten. Ihre Notizen deuteten später darauf hin, dass sie das Risiko durch die Unerfahrenheit halt nicht tragen wollte. Und die wollte halt auch keine Schlussfolgerung über den Missbrauch ziehen, die nur darauf beruhte, was halt die Kinder ihr erzählten. Und sie hat sich dann halt auf diese Fachstelle oder vielmehr diese Unterstützungsstelle verlassen. Also wurden die Kinder umgehend zurückgebracht zu diesem verlogenen Biest.
Damit hatten sie natürlich auch den Onkel als Zufluchtsort und Vertrauten gänzlich verloren. Ich will nicht wissen, was die, nachdem die Mitarbeiter gingen, mit den Kindern gemacht haben, wirklich. Aber ich kann es mir lebhaft vorstellen. Aber dass sie noch nicht mal irgendwie sich die alten Akten geholt hat, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht verstehen. Das ist für mich eine Arbeitsverweigerung, wirklich. Das ist unmöglich, unmöglich. Also, dass die auch immer davon ausgehen, dass die Kinder lügen, wirklich. Also, als dann David und Maria Baron im DCFS-Büro auftauchten, um Antworten auf die Ermittlungen zu erhalten, wies Vernon sie ab und sagte ihnen fälschlicherweise, dass sie Informationen über Anthony und die anderen Kinder nur von der Mutter erhalten können. So die Fallnotiz. Das Paar wusste nicht, dass sie eine formelle Petition hätten einreichen können, um das Gericht zu bitten einzugreifen. Also es war denen gänzlich unbekannt. Also ich hätte mich herangehalten und alles versucht. Nochmals die Hotline angerufen, ich hätte einen Anwalt genommen, ich hätte nochmal nach den Rechten und Pflichten gefragt von den DCFS-Mitarbeitern. Ich wäre nochmal beim Sheriff vorsprächig geworden, weil er ja auch die Kinder später interviewt und gefragt hat und hätte nach der möglichen Vorgehensweise gefragt, um den Kindern doch noch zu helfen. Aber so bin ich halt. Ich würde mich da so wirklich festbeißen, ne? Vielleicht auch, weil einem selber sowas passiert ist. Da hofft man halt, dass derjenige bis zum Letzten für einen kämpft. Heather Baron, die hatte also immer noch die elterlichen Rechte komplett an den Kindern. Und nachdem sie sie in der letzten Septemberwoche wieder nach Hause gebracht hatten zu ihr, traf sich Van mit Anthony in der Lincoln Elementary School. Er sagte, seine Mutter fing auf einmal an, nett zu sein und machte eine neue Sache, bei der sie die Schlafzimmertür wohl nicht mehr so abschließt wie sonst, so oft. So nach einer Notiz von dieser Dame. Ich denke mal, war das ehrlich oder musste er es sagen, um seine Geschwister und sich zu schützen vor mehr Gewalt? Er hat ja gemerkt, dass man ihm nicht glaubt, ne? Also, dem, ich sag mal, dem gebe ich jetzt nicht zu viel bemessen bei, dass das stimmt überhaupt nicht. Weil, wie gesagt, vielleicht hat er auch Angst gehabt, ne? Es wäre auch eigentlich ihre Pflicht gewesen, ihn nochmal nach blauen Flecken zu untersuchen, ob er irgendeine Art von Bestrafung erfahren hat. Das wäre ihre Pflicht gewesen. Dass sie auch, wo sie die Kinder mitgenommen hat, sie hätte die untersuchen müssen, bevor sie die in das Albtraum zu Hause bringt. Und ein Arzt zur Absicherung hätte sie fragen müssen, wenn sie schon nicht die Aktenlage sich ansieht oder irgendwelchen Leuten glaubt, die eigentlich gar keine Facharbeiter sind, sondern nur so eine unterstützende Leistung zu erbringen haben. Sie hätte ja dann auch mal sehen können, dass dieses Zentrum davor ganz anders reagiert hat und es ganz andere Notizen gab in dem Bereich. Aber gut. Sie hätte ja auch das Programm benutzen können. Das war ja aber auch zu viel Arbeit gewesen, so eine Risikoeinschätzung nochmals durchlaufen zu lassen. Gut, sind ja nur Kinder. Einen Monat später widerriefen dann auch Anthony und seine Geschwister die Missbrauchsvorwürfe offiziell. Na, ich denke, die mussten auch genug durchmachen, damit sie es taten. Schrecklich ist das für mich, sich vorzustellen, was für eine Gewalt die durchlaufen mussten und welcher Gewalt die ausgesetzt waren, dass sie das wirklich dann auch schlussendlich gemacht haben. Wade, der Detective des Sheriffs, der die neuesten Vorwürfe überprüfte, schloss dann auch wieder dieser Herr wie immer seine Ermittlungen ab, nach einem gescheiterten Versuch, dieses Monster zu erreichen. So war dann auch die Aussage vor Gericht vor ihm. Er sprach auch nie mit Gerlado, dem Stellvertreter, der die Hotline für Kindesmissbrauch damals anrief. Im Dezember 2015 bezeichnete Vernon die Vorwürfe von Creos, Gelado und David Baron als nicht schlüssig. Sie benutzte auch erneut diesmal das Computersystem, um das Risiko von Missbrauch und Vernachlässigung im Nachhinein zu bewerten. Und es bewertete das Risiko erneut als sehr hoch und empfahl ein höheres Maß an Intervention. Vernon und ihr Vorgesetzter entschieden sich jedoch gegen keine weiteren Maßnahmen.
Das ist so. Mensch. Muss so nicht sein, also wirklich. In einer späteren Zeugenaussage von der Grand Jury sagte Vannon später aus, ihre Entscheidung beruhe darauf, dass die Kinder ihre früheren Missbrauchsvorwürfe widerrufen hätten. Also, es ist unglaublich, ne? Sie sagte aus, dass sie nicht wusste, dass Missbrauchsopfer oft ihre Aussagen aus Angst zurückziehen. Am Ende meiner Untersuchung hatte sich die Situation stabilisiert, weil die Kinder ihre Geschichten widerrufen hatte, sagte sie. Anscheinend waren nur die inkompetentesten Mitarbeiter mit dieser Familie betraut oder es gibt einfach niemanden da mehr, der die Kinder wirklich schützen will und seine Arbeit macht. Denn das ist ja weitgehend bekannt, dass Kinder sowas dann zurückrufen. Und das war ja angeblich nicht bekannt vor Gericht, naja. Die Dixon und die Hathaway-Skymores Institutionen beendeten dann ihre Arbeit mit der Familie einen Monat nach den Vorwürfen, als sie sich gegen die Kinder gewandt hatten und diesem Biest, wie gesagt, die Stange gehalten haben. Das ist echt traurig. Vielleicht auch zur Absicherung. Sie haben gesagt, es wäre alles wunderbar, die brauchen keine Unterstützung mehr. Und am 28. April 2016, dann der nächste Anruf bei der Hotline für Kindesmissbrauch, diesmal war es Mildred Blue. Das war eine Lehrerin, die dieses Biest in einem Zentrum für häusliche Gewalt betreute. Sie gab an, dass die Kinder mit blauen Flecken ankamen und sagte, dieses Monster habe sie gezwungen, sich zu Hause gegenseitig zu bekämpfen. Sie schienen auch sehr hungrig zu sein, eine Aus aus dem Müll, sagte sie. Die Kinder sollten sich wohl bei Gladiatorenkämpfen ihr Essen verdienen. Das ist so gruselig, liebe. Ach, das ist. Also es kann doch nur von diesem Gangtypen kommen, wirklich. Kämpfen ums Essen gegen die eigenen Geschwister, ach, schrecklich. Die Kinder bestritten die Anschuldigungen, als sie von dem DCFS-Sachbearbeitern im Beisein dieses Biestes befragt wurden. Sie versuchten auch noch nicht mal, also ihn zu befragen, das Monster, und mit ihm zu sprechen und entschieden, dass die Vorwürfe nicht stimmen und dass keine Nachverfolgung nötig sei. Dass die Kinder gelogen haben, wie immer. Tja. Die Mildred Blue, anscheinend auch die Lehrerin. Alle kompetent, außer die anderen. Sie sind nur kompetent, die anderen lügen alle. Institutionen alle. Cox, der Ermittler des Sheriffs, erhielt auch einen Bericht über Mildred Blues Hotline-Anruf, so wie es sein musste laut den neuen Richtlinien. Sie hat sich da auch dran gehalten. Auch er beschloss seiner Aussage nach nicht nachzuhaken, obwohl die sehr alarmierend war, wirklich, diese Nachricht. Die Abteilung verlangte allerdings eigentlich, dass sie unabhängige Ermittlungen immer zum Kindesmissbrauch durchführen und sich nicht nur auf die Berichte dieser DCFS verlassen, auch wenn DCFS sagt, dass dies unbegründet ist. Wir merken, diese ganzen unbegründeten Vorwürfe, die ihnen später angeblich den A-Punkt-Punkt retten sollen, die stimmen vorne und hinten nicht. Am 28. September 2016 traf mindestens ein weiterer Anruf bei der Hotline für Kindesmissbrauch in Bezug auf Anthonys Familie ein. Und es gab auch keinen spezifischen Anrufer vermerkt, nur dass angerufen wurde bei der Hotline. Zu dieser Zeit brach das Biest die Verbindung zu ihrem Bruder, ihrer Schwester, ihrer Schwägerin und den Erziehern komplett ab, die einst auch den Missbrauch gemeldet hatten. Also alle, die den Kindern wohlgesonnen sind, die durften nichts mehr mit denen zu tun haben. Nur einen. Der dürfte weiterhin in der Nähe der Kinder sein, sich kümmern und auch auf die aufpassen. Der Pädogroßvater, ihr Vater. Sie verlegte Anthony dann extra in eine andere Schule, wo seine Geschichte unbekannt war. Unglaublich, dass es mit der neuen Schule einfach so möglich war, auch dass die alte Schule nicht wenigstens die neue anrief, um irgendwie über den Schüler was mitzuteilen. So ein Wissensstand, so ein Stand über sein Benehmen, überhaupt, um über die Familie zu berichten und dass sie Anzeichen von Kindesmissbrauch gefunden hatten und dass die vielleicht das Kind im Auge behalten sollten.
Aber ebenso kann man auch sagen, hätte die neue Schule dann vielleicht doch mal nachfragen sollen, was es mit dem neuen Schüler auf sich hat und sich da so ein bisschen Mühe geben. Hätten sie sollen, also finde ich, hätten sie müssen. Passierte nicht. Dort lernte er seine neue Klassenlehrerin kennen, der Anthony, und zwar war das die Harmony Bell. Die hat jetzt die 4. Klasse unterrichtet und in die der Anthony ging. Und ihr wird Anthony einen sehr wichtigen Brief schreiben, den sie auch in der Verhandlung vorlesen wird. Am letzten Schultag wird er ihr den überreichen. Ja, ich komme da später drauf zurück, also beim Prozess. Der wird 2 Wochen ihr überreicht vor seinem Tod. Es gab jetzt einen erneuten Anruf am 2. November bei der Hotline 2016. Und zwar von einer unbekannten Person. Und da handelt es sich wieder um Misshandlungsvorwürfe. Und denen wurde schon wieder nicht nachgegangen. Es wurde nur der Eintrag als unbegründet, ohne Prüfung vermerkt. Ein folgenschweres Geständnis. Wir kommen jetzt zu einem ganz katastrophalen Abschnitt. Jetzt wird es wirklich auch ernst. Wer das überspringen möchte, nimmt halt zur Kenntnis, dass der Anthony jetzt eine ganz schlimme Zeit der Misshandlung durchmachen wird, die zu seinem Tod führen. Nur noch mal vorab. Das Schicksal von Anthony war am 18. Juni besiegelt, als er dem Biest anvertraute, dass er Jungen mochte, sehr gerne mochte. So die CFS-Aufzeichnung, an die sie sich halt telefonisch wandte, weil sie nicht wusste, was sie machen sollte. Sie wird halt später einem DCFS-Sachbearbeiter sagen, dass dieses Monster das Gespräch angeblich belauscht hat. In der darauffolgenden Nacht, also am 19. Juni, soll das Monster dann Anthony wiederholt auf den Kopf fallen gelassen haben. Am 20. Juni, fast 2 Tage später, erst rief das Monster die 911 an. In den 15 Minuten langen Anruf schildert das Biest, dass er halt einen Unfall hatte, der Anthony, und nicht mehr atmete. Die Rettungssanitäter kommen und fanden halt den Anthony bewusstlos auf dem Wohnzimmerboden. Ihnen wird berichtet, der Junge habe die Verletzung durch einen Sturz erlitten. Ebenso sollen die Jungs miteinander gerauft haben, gewesselt. Die Sanitäter starteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen und brachten ihn in einem ersten Zustand ins Krankenhaus. Der Zustand war wirklich sehr, sehr ernst. Maria Barron, Anthonys Tante und Davids Frau, erfuhr von Anthonys Zustand und ging sofort ins Krankenhaus. Das war am 21. Juni 2018, wo sie das Biest im Flur fand, sagte sie auch später in einem Interview oder vielmehr vor Gericht, werden das auch die Mitarbeiter, das Personal wird das im Gericht auch beschreiben, dass sie sich mehr gesorgt hat um den Jungen als die eigene Mutter, also dieses Biest. Die Tante und die Krankenhausmitarbeiter werden das jetzt wie folgt beschreiben. Als halt das Krankenhauspersonal merkte, also dieses Biest wollte ihren Sohn kein letztes Mal sehen, die hielt sich ziemlich kurz auch nur im Krankenzimmer auf und wollte dann auch sofort wieder gehen, weil die wollten eigentlich die Maschinen jetzt bald abstellen und sie wollte dann auch nicht zulassen, dass die Tante den Anthony noch mal ein letztes Mal sieht. Und die Tante, die wollte natürlich unbedingt rein zu ihm. Die wollte unbedingt rein, die Tante. Und die hat sich dann wirklich auf den Linoleumboden geschmissen, also vor ihr hingekniet und sie wirklich auf allen Vieren angefleht, dass sie den Jungen noch mal sehen darf. Sie weinte dann auch und sagte wirklich zu ihr, dass sie das leid tue, die Missbrauchsvorwürfe, dass sie das mit ihrem Bruder gemeldet hat. Und nur um ihren Willen durchzusetzen und die Kinder bei sich zu behalten, dass sie ja so im Unrecht wären. Und das hat sie natürlich nur gesagt, damit sie reinkommt. Ich hätte auch alles gesagt. Und das Biest gab nach einiger Zeit danach und Anthonys Tante Maria, die wird diesen Anblick nie vergessen.
von Anthony, wie dieser kleine Junge, ihr seht das, bewusstlos und an einem beraten. Entschuldigung. Dieser kleine Junge, bewusstlos und an einem Beatmungsgerät angeschlossen, da lag. Sein lebloses kleines Gesicht wurde von dieser großen gelben Halskrause gehalten und Sensoren waren um seinen ganzen Schädel festgeklebt und zeichneten halt seine nicht mehr vorhandene oder verminderte Gehirnaktivität auf. Und sie wird Bilder davon machen. Diese Bilder, die sie später machen wird, die werden nicht nur die Öffentlichkeit erschüttern, die werden auch beim Prozess mit zur Verurteilung beitragen. Er starb dann auch wenige Stunden am 21. Juni. Sagen wir mal so, er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Wir müssen immer dran denken, dass er es geschafft hat. Er war auch übrigens sehr unterernährt. Also ich denke mal, also es wird ja später rauskommen, dass er mehrere Tage gefoltert wurde und ich denke, er hat auch nichts zu essen mehr bekommen. Oder davor haben die ja auch nur sporadisch, sonst hätten die ja nicht vor Not aus dem Mülleimer gegessen. Die Heather Bowen, also dieses Biest, die war zu dem Zeitpunkt 28 Jahre alt. Die wurde kurz darauf verhaftet, wegen Mordes, Kindesmissbrauch mit Todesfolge und Folter angeklagt. Das hat dann halt auch die Nicole Nishida, das ist die Sprecherin des Los Angeles County Sheriff Department, verkündet offiziell. Barons Freund Karim Lever, 32 zu dem Zeitpunkt, wurde einige Tage später ebenfalls verhaftet. Er wurde dann wegen Mordes, Folter und Körperverletzung eines Kindes mit Todesfolge angeklagt, teilte die Staatsanwaltschaft dann auch in einer Erklärung mit. Bei einer Verurteilung, wie sie jetzt angeklagt war, droht Barron eine Höchststrafe von 22 Jahren bis lebenslänglich. Und diesem Monster eine lebenslängliche Haftstrafe. Die offizielle Stellungnahme des Staatsanwaltes Hatami lautete, Anthony wurde am 20. Juni mit schweren Verletzungen in der Wohnung seiner Familie in Lancaster gefunden und starb am folgenden Tag. Die Ermittlungen stuften den Tod als verdächtig ein und Bezirksbeamte entfernten andere Kinder aus dem Haus, während die Ermittlungen fortgesetzt wurden. Diese beiden Monster werden beschuldigt, den Jungen in den Tagen vor seinem Tod gefoltert zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Anthony, der Superheld. Die Wut der Angehörigen und die Empörung der Öffentlichkeit und die vielen offenen Fragen sollten ab jetzt natürlich hochkommen und die dazu führten auch, dass der Fall ganz genau beleuchtet werden musste. Also wirklich, es ging gar kein Weg dran vorbei. Aber es gab auch eine unglaubliche Anteilnahme. Denn allein die Beerdigung dieses kleinen Helden war so überwältigend. Ihr seht die Bilder und emotional. Sie zeigte, was für ein Kind er war. Und dass er sich immer vor seine Geschwister stellte und die Schläge auf sich nahm. Er wird immer in Erinnerung bleiben, der Menschen, die ihn liebten, für seine Tapferkeit, weil er immer der Beschützer der anderen war. Einer seiner Mitschüler, ein kleiner, dünner Junge mit Brille, berichtete, dass er immer eingriff, als Schulmobber ihn umringten. Stieß Anthony diese weg und half ihm. Er forderte sie auf, ihn in Ruhe zu lassen. Dieser Junge sagte auf der Beerdigung, dass er sein einziger Freund war. Mit 10 Jahren war dieser kleine Kerl mutiger als die meisten Erwachsenen. Er stand immer, trotz der Folgen, für das ein, was richtig war. So beschrieb ihn auch sein Onkel David Barron. Außerdem sagte er, bei allem, was vor sich ging, bei dem, was er zu Hause durchmachen musste, was er wirklich ertragen musste, lächelt er immer. Das zeigt doch schon, was für ein Kind er ist. Bei seiner Beerdigung sagten die Familien, sie hoffe, dass sich die Menschen an ihn erinnern und wie er war, anstatt nur an sein schreckliches Ende und dieses vor Augen zu haben.
An dem Tag seiner Beerdigung konnte noch nicht mal der Bestatter mit dem Make-up verbergen, was dem Jungen angetan worden war. Einer seiner Onkel hatte Anthonys Bestattungskleidung gekauft, eine hellbraune Weste über dem zugeknöpften Hemd und eine elegante graue Hose. Er wollte etwas für den Jungen tun, der nicht viel hatte, noch nicht mal angemessene Kleidung für seine Beerdigung. Insgesamt kamen mehr als 150 Menschen, die wohnten der Beerdigung bei, darunter Familie, Freunde, Anthonys Lehrer, die Bänke waren alle gefüllt. Zudem dieses wunderbare Motto. Alle kamen in Superheldenverkleidung zu seiner Beerdigung. Ein Wunsch der Familie, weil er Superhelden immer so liebte und für seine Geschwister und viele andere einer war. Eigentlich nicht überraschend, finde ich, so eine Faszination für die Guten, die Beschützer, diese zu lieben, das tue ich ja auch. Ich bin totaler Marvel-Fan und Superhelden-Fan. Und die zu verehren, ich glaube, für einen Jungen mit dem Mut, sich gegen wirklich Erwachsene zu stellen und immer wieder um Hilfe zu bitten, weil er wusste, dass das nicht korrekt war, was zu Hause ablief, dass er eigentlich hätte geliebt werden müssen. Man hätte sich um ihn und seine Geschwister sorgen müssen. Also hat er immer wieder versucht, auch was zu ändern, Hilfe zu kriegen oder sich vor seine Geschwister gestellt. Aber ihr werdet später noch mehr von seinen Taten erfahren. Besonders bewegend waren auch die Worte des Reverends, denn Anthony war auch sehr gläubig und erzählte auch seinen Lehrern und anderen von seiner Liebe zu Gott und hatte halt oft auch immer eine Bibel dabei. Das ist eigentlich nicht überraschend, das war für ihn, glaube ich, auch sowas, an dem er sich festhalten konnte. Dass es doch irgendwie noch was Gutes gibt im Menschen oder in der Welt. Und so war es auch nicht überraschend, dass der Reverend Leo Deschamps für ihn dann auch die richtigen Worte finden konnte. Ich zitiere ihn ebenso wie die anderen Aussagen der Beerdigung bisher, dass jemand manchmal sagen könnte, um trauernde Freunde zu trösten, Anthony ist an einem besseren Ort. Es ist für sie verständlich, dass über ein missbrauchtes, ausgehungertes Kind zu sagen, das keinen Schmerzen mehr hat. Aber es ignoriert die Freuden, die ein Kind in seinem Zuhause erleben sollte. Lancaster ist ein guter Ort, um ein heranwachsendes 10-jähriges Kind zu sein. Er sollte nicht in den Himmel kommen müssen, um genährt zu werden. Das finde ich auch. Also das war das, was der Reverend gesagt hatte. Das finde ich auch sehr treffend. Die Verwandten von Anthony haben die Staatsanwaltschaft aufgefordert, gegen alle Sozialarbeiter, die mit dem getöteten Jungen in Verbindung standen, auf strafrechtliche Ermittlungen einzuleiten. Es kommt ein Kapitel, warum musste Anthony sterben? Es ist mittlerweile Oktober 2018 und in den nächsten Monaten kam auch endlich der wahre Horror dessen ans Licht, was mit Anthony und seinen Geschwistern passiert war. Es ist so traurig, denn durch seinen Tod haben seine Geschwister ein besseres Leben und eine bessere Zukunft für sich gefunden. Das war quasi seine letzte Heldentat. Denn der Onkel David Barron und seine Frau Maria, wie sie es schon mal wollten, nahmen die Kinder natürlich bei sich auf. Jetzt bekommen sie das, was jedes Kind verdient und noch mehr, auch halt professionelle Hilfe, um mit dem Ganzen umgehen zu können und das aufzuarbeiten. Eines der Kinder sagte in einem Interview kurz darauf, Heather, also das Biest, ist meine alte Mutter. Das ist mein neues Haus. Ich bin jetzt Teil der Barron-Familie. Ich werde Heather nie wiedersehen. Sie sperrte uns in unsere Zimmer ein und lässt uns hungern. Anthonys Onkel David sagt, dass er jeden Tag an ihn denkt und erzählt, dass er es liebte. Anthony liebte es, im Apollo-Park und im Aquädukt in Quartz Hill Fußball zu spielen und zu angeln. Um die Angelausflüge zu verdienen, sagte er, war Anthony in der Schule hervorragend. Er erzählte seinem Onkel, dass er nicht redete, wenn er nicht sollte, dass er nicht grob war, dass er half, Dinge vom Boden aufzuheben und den Lehrern half, Papiere zu verteilen. Auch bei seiner Frau Maria fließen die Tränen, wenn sie ihre Bemühungen beschreibt, ihren Neffen Anthony Avalos aus seinem missbräuchlichen Haus in Antelope Valley zu retten. Sie war eine ständige Präsenz in Anthonys Leben. Maria hat mit ihm Töpfchentraining gemacht, Beratung mit seinen Lehrern in der Vorschule, seine Kindheitsträume, Feuerwehrmann,
zu werden, hat sie sich angehört und gefördert. Vor seinem Tod im Alter von 10 Jahren vertraute der Junge ihr an und ihrem Mann auch den Missbrauch durch den Opa. Die waren auch richtig entsetzt. Eines der letzten Dinge, die er zu mir sagte, also zu Maria, war: Ich kann es kaum erwarten, bis du und Onkel David meine neue Mutter und mein neuer Vater sein können, sagte sie schluchzend bei der Pressekonferenz. Also sie war anwesend bei der Pressekonferenz, wo halt mitgeteilt wurde, dass jetzt gegen alle vorgegangen wird. Sie sagte jedoch, sie könne das Los Angeles County Department of Children and Family Services nicht davon überzeugen, ihr das Sorgerecht für Anthony und seine Geschwister zu übertragen. Trotz den ganzen Berichten über Missbrauch und Vernachlässigung über mehrere Jahre. In den Monaten seit Anthonys Tod haben seine Geschwister oft widerwillig Fragen von den Detectives, den Staatsanwälten und den Grand Juries beantwortet und eine anschauliche und ergreifende Coda geliefert, während sie gleichzeitig ihre Liebe zu ihrer Mutter und den Wunsch, sie zu beschützen, immer noch bekannten. Das ist ja auch ganz normal. Anthonys 8-jährige Schwester erzählte zum Beispiel, dass er gezwungen wurde, oft auf trockenem Reis und auf seinen nackten Knien zu knien, oft von der Zeit an, als er von der Schule zurückkehrte, bis zu der Zeit, als er ins Bett gehen musste. Es war eine so gängige Praxis, dass seine Knie immer verschorft waren und nie halten. Sein 7-jähriger Bruder erzählte dann auch, dass die halt immer gegeneinander kämpfen mussten, um einer Bestrafung zu entgehen, und Essen sei ein Privileg, das man sich verdienen müsste. Wenn sie urinierten, hatte ich ja schon gesagt, während sie im Raum eingesperrt waren, drückte dieses Monster ihr Gesicht quasi in die Pfütze rein. Manchmal stopfte er ihnen auch ein Hemd in den Mund, um die Schreie zu dämpfen. Unmittelbar nach seinem Tod versprach das Los Angeles County Board of Supervisors einen umfassenden öffentlichen Bericht des ehemaligen Jugendrichters Michael Nash, Director of the Offices of Child Protection, über alle systemischen Probleme in Anthonys Fall durch DSCFs und Sheriff Department und andere Bezirksbehörden zu ermitteln in einem Sonderausschuss. Ich erspare euch die ganzen Ausreden und Beteuerungen, dass sich alles ändert und dass es ja alles nicht so schlimm war und absichtlich. Allerdings hatten die Ergebnisse zufolge, dass Ende 2019 der leibliche Vater von Anthony für sich und Anthony rückwirkend und seine Geschwister, seine Halbgeschwister, quasi eine Klage einreichte gegen das DCFS über 50 Millionen Dollar. Es lief übrigens letztes Jahr im Mai 2022 dann auf einen Vergleich hinaus von 32 Millionen Dollar für ihn. Sein Anwalt sagt dazu, Geld wird Anthony Avalos nicht zurückbringen, aber es wird Veränderungen bringen, sagte Claypool in einem Interview, das ist sein Anwalt. Es wird DCFS zwingen, diese Kinder besser zu schützen. Meine Lieben, ich muss euch jetzt irgendwie noch meine Meinung dazu sagen. Ich gönne den Kindern das absolut und auch David und Maria Barron. Aber der Vater von Anthony war nie richtig da für den Jungen oder die Geschwister. Er hat ihn nie aufgenommen. Er beteuert das zwar immer, dass er es wollte oder hat richtig für ihn gekämpft. Zwar nimmt Barron selber ihn in Schutz, also der David nimmt ihn in Schutz und sagt zum People Magazine, dass seine Schwester Anthonys Vater nicht erlaubte, Anthony zu sehen. Er versuchte immer für ihn da zu sein, wollte ihm sogar Kleidung kaufen und schicken, aber Heather hat die einfach dann weggeworfen und sagte ihm, er solle halt wegbleiben, sich nicht melden. Anthonys Vater wird nun das Geld verwalten, bis die Kinder erwachsen sind. Ich hoffe nur inständig, dass er mit dem Geld auch was Gutes vorhat. Ich hoffe, dass er der Barron-Familie auch was gibt, wirklich, weil die Kinder großziehen, und dass er selbst vielleicht sich noch einsetzt mit einer Stiftung oder einer Organisation, vielleicht auch in Anthonys Namen. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir in die Kommentare, weil er die 32 Millionen bekommen hat, in Vertretung für seinen toten Sohn, der ihn quasi nie gesehen hat, richtig, außer auf Videocall. Sagt was dazu, also mir wäre das echt wichtig. Er dürfte ja nur einreisen dann, weil, ja,
es um den Prozess dann ging und die Beerdigung. Da kommen wir jetzt auch zu, der Prozess gegen zwei Monster. Es hat unglaublicherweise über 5 Jahre gedauert, bis der Prozess gegen diese zwei bösen Subjekte begann und erst vor kurzem endete. Ich finde, das ist eine absolut nicht angemessene Zeit, schon im Hinblick auf die Kinder, die die Aussagen machen mussten und wollten, was später auch von der Verteidigung thematisiert wird, da die Aussagen der Kinder sich ein bisschen verändert hatten. Die Anklage lautet, Levia 37, also ihr Tuppes, also der Gang-Heini oder dieses Monster, und seine Partnerin, also dieses Beast Heather Maxine Baron 33, werden jeweils wegen Mordes und Folter angeklagt, die Anthonys Tod im Juni 2018 betreffen, sowie von 2 Fällen von Kindesmissbrauch, an denen die Halbgeschwister des Jungen beteiligt sind, die vor Gericht als Destiny O und Raphael O identifiziert wurden. Die Anklage wegen Mordes umfasst den Vorwurf des Mordes unter besonderen Umständen, unter Anordnung von Folter, gegen den Einspruch des stellvertretenden Bezirksstaatsanwaltes Hatami, Jonathan Hatami, ließ die Bezirksstaatsanwaltschaft von Los Angeles ihren Antrag auf die Todesstrafe gegen die beiden fallen, nachdem der Bezirksstaatsanwalt Josh Gascon eine Anweisung erlassen hatte, dass ein Todesurteil in keinem Fall eine angemessene Lösung ist. Also der Hatami wollte die Todesstrafe für die beiden und sein im Moment Vorgesetzter lehnt die rigoros ab. Während seines Eröffnungsplädoyers sagte der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Seyed Tamuri dem Richter, der arbeitet halt mit dem Hatami zusammen, die haben ja diese besondere Abteilung, das hört ja auch im Gebel-Fernandes-Fall, da hatte ich das angesprochen, die sich wirklich spezialisiert hat auf diese schweren Fälle von Kindesmisshandlung, die zu vertreten. Und der tritt auch in der Dokumentation mit auf bei Netflix. Dass Baron und Lavia Anthony 2 Wochen lang vor seinem Tod gefoltert und misshandelt hätten. Anthony Avalos absolvierte die 4. Klasse am 7. Juni 2018 und wurde 2 Wochen hintereinander jeden Tag misshandelt und gefoltert, bis die Ersthelfer am 20. Juni seinen leblosen Körper fanden. Der Junge starb am frühen nächsten Morgen. Er teilte dem Richter mit, dass es seit 2014 mehrere Kontakte mit der Abteilung für Kinder- und Familiendienste des Landkreises gegeben habe. Sie hat ihre Kinder über einen langen Zeitraum selbst gefoltert und als der Angeklagte ins Bild kam, wurde es tödlich, sagte er. Also sie war ja kein unbeschriebenes Blatt. Der Staatsanwalt sagte, der Junge sei bereits hirntot und habe mindestens einen Tag, möglicherweise länger, in der Wohnung der Familie auf dem Boden gelegen. Als Baron 911 anrief, um Hilfe für den Jungen zu suchen und dass die beiden eine Geschichte erfunden haben, dass Anthony einen Unfall hatte oder sich sogar selber verletzt hätte. Der Angeklagte gab später sogar zu, dass er den Jungen auf ungekochten Reis knien ließ, und gab zu, dass er ihn nur wenige Tage zuvor für etwa 5 Minuten bewusstlos geschlagen habe, so der Staatsanwalt. Die beiden Angeklagten plädieren auf nicht schuldig. Im Übrigen unglaublich, ne? Nicht schuldig. Anthonys Halbbruder Raphael und seine Halbschwester Destiny sagten als Erste aus und bestätigten nochmals, wie bei den ersten Aussagen nach Anthonys Tod, dass sie ständig gezwungen worden sind, sich einer Bestrafung zu unterziehen. Einschließlich halt des Kniens auf dem Reis und des Rings und dass dieses Monster Anthony kurz vor seinem Tod wiederholt auf den Boden im Schlafzimmer fallen ließ, also quasi mit dem Kopf. Die eigene Tochter dieses Monsters sagte gegen ihren eigenen Vater aus, für ihren toten, ich sag mal Stiefhalbbruder Anthony. Sie war auch eine wichtige Zeugin, dadurch, dass sie älter war und die anderen Kinder halt nicht so genau sich artikulieren konnten wie sie. Sie war halt zu dem Zeitpunkt der Aussage jetzt 18 Jahre alt. Und wie immer halte ich mich genau an ihre Aussage und zitiere. Die 18-jährige Frau, die im Mordprozess gegen ihren Vater und seine Freundin im Zeugenstand gerufen wird, sagt der Richter des obersten Gerichtshofes
Sam Uta, der den Prozess ohne Geschworenengericht hört, weil die haben auf ein Geschworenengericht im Übrigen verzichtet. Es gibt nur den Richter Sam Uta, keinen anderen sonst. Der hat die alleinige Entscheidung. Dass sie sich daran erinnere, den jungen Anthony Avalos gesehen zu haben, der 2 Tage bevor sie mit ihrer Schwester das Haus in Lancaster verließ, mehrmals fallen gelassen wurde. Staatsanwalt Hatami führt die Vernehmung. Wie hat dein Vater ihn verletzt? Fragte der Staatsanwalt. Er hat ihn fallen lassen. Hat sie das traurig gemacht? Seine Tochter, die während ihrer Aussage an einigen Stellen weinte und sagte, sie habe viel Arbeit geleistet, um zu versuchen, das Geschehene hinwegzubekommen, sagte aus, dass es eine sehr unangenehme Sache war, Zeuge zu sein, weil er jemanden so verletzte. Sie sagte, sie erinnere sich, dass die Mutter des Jungen irgendwann da drin war und anschließend Wasser auf Anthonys Gesicht goss. Und zwar auf eine Weise, von der sie glaubte, dass sie implizierte, dass die beiden mit Anthonys Bestrafung noch nicht fertig waren. Auf die Frage, wer Anthony das angetan hat, antwortete sie, mein Vater. Und Heather war bei diesen Dingen dabei, die sie bei ihrem Vater gesehen haben, fragte der Staatsanwalt. Ja. Sie sagte, der Junge sei in seinem Zimmer eingesperrt gewesen, als sie zu einem Besuch im Haus ankam und ihr wurde gesagt, dass er bestraft wurde, weil er sich weigerte, sein Essen zu essen. Sie sagte, sie habe auch gesehen, wie der Junge und seine beiden Halbgeschwister Destiny und Raphael bei früheren Gelegenheiten schon scharfe Soße in den Mund bekamen. Etwas, wozu ihr Vater sie oder ihre Schwester nie gezwungen hätte. Wir kommen nun zu seiner letzten Lehrerin, Harmony Bell. Sie sagte aus und bezeugte, dass Anthony eine überwältigende Positivität hatte. Neben den Briefen habe er oft Bilder für sie und ihre Tochter gezeichnet. Sie ließ dem Gericht den Brief vor, den er 2 Wochen vor seinem Tod ihr am letzten Schultag gab. Sehr geehrte Frau Bell, vielen Dank, dass sie mir alles beigebracht haben, was sie konnten. Es war so ein Segen, sie zu treffen. Ich hoffe nur, dass sie, wenn ich zur 6. Klasse gehe, nach New Vista kommen können, damit ich sie immer noch sehen kann. Ich hoffe, dass sie zu meiner High School, Middle School und College kommen können. Auf diese Weise werden wir uns ohne Probleme für die Schuljahre sehen. Denn wie nah wir uns stehen, und wie wir beste Freunde sind. Ich möchte nur für immer bei dir bleiben. Aber ich kann nicht. Ich hoffe nur, dass du einen guten Rest deines Lebens hast, weil du bereits weißt, dass ich ein gutes Leben haben werde. In Liebe, Anthony Avalos, dein Freund. Außerdem schildert sie, wie Anthony, während sie während der gesamten Aussage weint, jedermanns bester Freund wäre und immer glücklich sei. Dass es eine Freude war, in seiner Nähe zu sein. Bell sagte aus, dass sie während ihrer Zeit als Anthonys Lehrerin keine Anzeichen von Kindesmissbrauch gesehen habe. Allerdings trug er immer eine langärmelige Jacke oder einen Pullover. Nur, dass sie bemerkte, dass er manchmal nervös war und sich immer vorbildlich verhielt, auch anderen gegenüber. Er hatte auch oft eine Bibel dabei. Und als sie ihn einmal hinfiel, reagierte er sehr ängstlich und hob sie sofort auf und entschuldigte sich. Erzählte ihr auch über seine Liebe zu Gott. Eine ehemalige Klassenkameradin und Freundin von Anthony, ein jetzt 14-jähriges Mädchen namens Sophia, ebenfalls in den Zeugenstand, wurde ebenfalls in den Zeugenstand gerufen. Sie sagte, der Junge sei immer hungrig gewesen, wenn sie im Unterricht Snacks verteilte. Er fragte immer nach Extras, sagte sie. Eine Sache, die mir auffiel, ist, dass er nicht nur für sich, sondern auch für seine Geschwister die Sachen wegpackte, um sie später mit ihnen zu teilen. Auf David Barron, der Onkel Anthonys, schließlich erlaubte mir meine Schwester, mir und meiner Frau nicht mehr die Kinder zu sehen. Nachdem wir den Kinderdienst angerufen hatten, hatte sie Angst, dass sie ihr Sozialgeld nicht mehr bekommen könnte, wenn sie ihre Kinder verlieren würde. Also dachte sie, wir würden ihr den Lebensunterhalt wegnehmen wollen, sagte er. Anthony sagte uns, dass er gegen den Kopf geprügelt würde, wenn er uns Hallo sagte. Sie sagte ihm, dass wir nicht mehr seine Familie seien, dass unsere Kinder nicht mehr seine Cousins sind und Cousinen und dass er uns ignorieren soll.
David hätte Anthony, den er als großartiges Kind bezeichnete, 3 Jahre vor seinem Tod nicht mehr richtig gesehen. Alle haben sich sofort in ihn verliebt, sagte David. Auch Anthonys Vater sagte vor dem Gericht aus. Anthonys Vater, Victor Alvalos, der im mexikanischen Bundesstaat Colima lebt, wo er Hotdogs verkauft, sagte, Anthony sei geboren worden, als er und Baron beide Teenager waren. In den folgenden Jahren sagte er, habe er in Verzweiflung gelebt, als er beobachtete, dass Polizei und Sachbearbeiter keine entscheidenden Maßnahmen gegen sie ergriffen, um Anthony aus der Obhut seiner Mutter zu entfernen. Ich wusste, dass er keine Aufmerksamkeit bekommt. Er bekommt keine Liebe. Er bekommt kein Essen, sagte der 29-Jährige. Er sagte, er habe Baron angefleht, Anthony zu erlauben, ihn zu besuchen oder bei ihm vielleicht zu leben. Sie lehnte ab. Anthony sagte ihm, weißt du was, ich möchte wirklich bei dir leben, sagte er. Und erinnert sich an einen Videoanruf. Es brach mir das Herz, aber ich bin so froh, dass er mit mir hierher kommen wollte. Als Anthonys Mutter sich weigerte, ihn freiwillig abzugeben, sagte Avalos, er habe dafür gesorgt, dass die DCFS-Sacharbeiter seine Nummer und seine Adresse hatten. Damit wartete er nun und erwartete, von ihnen zu hören. Als sich die Beweise für die Gefahr seines Sohnes häuften, der Anruf sei nie gekommen. Das letzte Mal, als er mit ihm sprach, fragte er Anthony, wie geht es dir? Wie behandeln sie dich? Er hätte einfach den Kopf gesenkt, sagte er. Anthony hätte Angst zu reden. Dazu muss man jetzt übrigens wissen, sagte der Staatsanwalt, das Ministerium hat die Befugnis, das Gericht zu ersuchen, missbrauchte Kinder bei der Familie in Mexiko unterzubringen, wenn diese es möchte. Aber als mexikanischer Staatsbürger hatte Avalos nicht die notwendigen Unterlagen, um Anthony selbst zu holen. Das hätten die DFCS-Mitarbeiter tun müssen. Aber das haben sie nicht getan. Stattdessen, sagte der Staatsanwalt, versuchte die Kinderschutzsachbearbeiter mit Baron zusammenzuarbeiten, um ihre Erziehung zu verbessern. Also quasi, er hat den Jungen dann auch Ewigkeiten nicht mehr am Telefon gehabt oder mit ihm Videoanrufe machen können. Das ist dann so verblieben. Dann sagten die Rettungssanitäter aus, die den Jungen bewusstlos fanden und die Wiederbelebung starteten, dass der Junge ohne Atmung und ohne Puls ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Ersthelfer waren zunächst ratlos. Sie konnten keine richtig schweren Verletzungen an seinem Kopf sehen, die schwerwiegend genug schienen, um diesen Nahtodzustand des Jungen zu erklären, weil die ja sagten, er hatte einen Unfall gehabt, er war gestürzt. Anthonys Körper war allerdings mit Prellungen, Schürfwunden, Verbrennungen übersät und seine Todesursache war ein stumpfes Gewalttrauma am Kopf, wobei die einzigen sichtbaren äußeren Verletzungen ein violetter Bluterguss am linken Ohr und Schürfwunden an Nase und der Wange waren. Es war in Anthonys Kopf, wo der wirkliche und tödliche Schaden an seinem Gehirn angerichtet wurde. Aber das konnten sie zu diesem Zeitpunkt nicht wissen. Als nächstes sagte der forensische Neuropathologe Dr. Joel Lim vom LA County Coroner Office über die schweren Verletzungen von Anthonys Gehirn aus. Mehrere stumpfe Gewalteinwirkungen, die im Alter von einem Tag bis zu 3 Wochen reichten, wurden festgestellt. Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Jonathan Hatami zeigte ein Bild der äußeren Schicht von Anthonys Gehirn. Dem Richter wurden dunkelrote Flecken gezeigt, mehrere subdurale Hämatome, eine Art von Blutung, die zwischen den Schädel und der Oberfläche des Gehirns auftraten. Bei dieser Art und diesem Niveau müssen sich diese Art von wiederholten Verletzungen angesammelt haben, sagte Dr. Levin. Levin sagte aus, dass diese Hirnverletzungen durch wiederholtes Schütteln, gewaltsames Schlagen oder Fallen gelassen von Anthony auf den Kopf verursacht worden seien. Wie die Geschwister aussagten, laut ihnen wurde er 10 bis 20 Mal hochgehoben und auf den Kopf fallen gelassen. Levin fügte hinzu, dass Anthony schwer dehydriert war. Die Dinge wurden dadurch nur noch verschlimmert. Also er hatte seit Tagen nichts Richtiges zu trinken bekommen. Und das machte diese Blutgerinnsel so immens schwer in seinem Gehirn und trug dazu bei, dieser Flüssigkeitsmangel über Tage hinweg.
Ein zweiter Gerichtsmediziner, Dr. Juan Carrillo, trat ebenfalls im Zeugenstand auf. Die Art des Todes halte ich für Mord, sagte Carrillo. Die Todesursache werde ein Kopftrauma mit stumpfer Gewalt. Zusätzlich wurde bei der Autopsie zahlreiche schwere Verletzungen festgestellt, die den tagelangen Foltermissbrauch belegen. Anthony hatte auch gerötete Augen und zahlreiche Blutergüsse, Schnitte, Kratzer an Stirn, Nase, Mund, Wange, Hals, Beinen, Schulter, Hüften, Gesäß, Rücken, Bauch, Knöcheln, Beinen und Füßen, Prellungen und Verbrennungen. Er war stark unterernährt. Es gab Verletzungen an seiner linken und rechten Hüfte mit sehr großen Blutergüssen und an seinen Armen auch. Zudem hatte er unter den Füßen Verbrennung von Zigaretten. Ist anscheinend eine beliebte Foltermethode, die keiner sofort sieht, aber die Kinder haben unglaubliche Schmerzen beim Gehen. Ich weise nochmal auf mein Video hin, Kindesmisshandlung erkennen. Er hatte Spuren von Auspeitschungen an seinem Körper und seine Knie zeigten auch die Verschorfung von den ständigen Knien auf dem Reis, den ungekochten. Ebenso hatte man ihnen scharfe Soße in Augen, Nase und Mund gesprüht, da ja die Rötung zwar so richtig rötet und entzündet. Er war richtig gehend ausgetrocknet, also er hatte gar nichts mehr an Flüssigkeit. Hier weise ich auch nochmal auf das Video hin, Kindesmissbrauch erkennen. Dort sieht man auch ganz genau anhand von Schaubildern, woran man Verletzungen von Missbrauch erkennt und wie man die deuten kann und wann es ein Unfall ist und wann eben nicht. Die Staatsanwaltschaft, also Hatami, wandte sich an den Richter und fügte hinzu, dass Anthonys Mutter, Heather Barron, und ihr Freund Karim Lever die scharfe Soße auf Anthonys Gesicht und Mund gossen, den Jungen mit einer Schlaufe, einem Gürtel und einem Kabel auspeitschen, ihn kopfüber hielten und ihn wiederholt auf den Kopf fallen ließen. Die Staatsanwaltschaft behauptet auch, dass das Paar ihm abwechselnd Essen vorenthielt und ihn zwangsernährte später, ihn gegen Möbel und den Boden schlug, ihm den Zugang zum Badezimmer verweigerte und die anderen Kinder animierte, ihm weh zu tun. An einem Punkt konnte Anthony nicht mehr gehen. Er lag stundenlang bewusstlos auf dem Boden seines Schlafzimmers, wurde nicht medizinisch versorgt und konnte nicht mehr allein essen. Heißt es auch im Antrag des stellvertretenden Abgeordneten Jonathan Hatami. Der versucht auch ein langjähriges Muster des mutmaßlichen Kindesmissbrauchs aufzuzeigen, also dass es nicht einfach nur durch einen Anflug von Wut einmalig entstanden ist. Ebenso erwähnte er die Misshandlung der Geschwister, die er auch mit in die Verurteilung einforderte, dass die berücksichtigt werden sollten. Zusätzlich zu den Verletzungen, die Anthony erlitten hat, und die zu seinem Tod am 21. führten, heißt es in diesem Antrag, dass dieses Monster zuvor seinen Bruder so hart geschlagen habe, dass der Junge ins Krankenhaus gebracht wurde und die Wunde am Kopf so tief war, dass sie geklammert werden musste. Der Antrag enthält kein Datum für diese Verletzung, aber Hatami teilt dem Gericht mit, dass er 74 Seiten mit Berichten an das Los Angeles County Sheriff Department und das Department of Children and Family Services überprüft habe, in denen der jahrelange Missbrauch von Anthony und mindestens drei seiner Geschwister beschrieben wurde. Es folgt nun das Schlussplädoyer im Mordprozess von der Staatsanwaltschaft, vorgetragen von Jonathan Hatami. Ich erspare uns die Ausflüchte von der Verteidigung der Angeklagten, weil ich mir und euch die Wut darüber ersparen will. Ich will es nicht hören, es wäre reine Zeitverschwendung. Ich trage also nur das des Staatsanwaltes vor und zitiere ihn wortgenau, soweit es die Übersetzung zulässt. Am 7. Juni 2018 hatte Anthony Avalos gerade die vierte Klasse abgeschlossen. Der 10-jährige Einserschüler stand auf der Ehrenliste der Schule. Zwei Wochen später, ohne jemand, der sein Wohlergehen überwachte, war er tot. Sein geschundener Körper war mit Blutergüssen, Läsionen, blutigen Kratzern, Spuren von Gürteln und Elektrokabeln bedeckt. Er starb schließlich an einem schweren Kopftrauma. Sein Tod war das Ergebnis wiederholter Schläge seiner Mutter und dessen Freund. Sie sind nichts weniger als Monster für das, was sie getan haben. Jonathan Hatami hat sie dann auch wohl fixiert, aber die haben dann wohl auch nicht aufgeblickt und
ihn angeguckt, aber er hat sich wirklich fixiert. Beide Angeklagte sind böse Individuen. Hatami nannte die unglaubliche Grausamkeit des Paares als Motiv für die angebliche Ermordung von Anthony, dessen Verletzungen und Misshandlungen in den fast einmonatigen Prozess detailliert beschrieben wurden. Das Paar plädierte auf nicht schuldig wegen Mordes und des Missbrauchs von zwei Kindern von Baron. Die Angeklagten entschieden sich dafür, dass Richter Sam Ota ein Urteil in dem Fall fällt, anstatt sich einer Jury zu stellen. Anthony hatte zusammen mit seinen Geschwistern 4 Jahre des Missbrauchs überlebt, die in zahlreichen Berichten an die Strafverfolgungsbehörden und das LA County Department of Children and Family Service dokumentiert waren. Er war unterernährt, erlitt Schnittwunden und Verbrennung und wurde wiederholt mit Gürteln geschlagen. Manchmal wurde er gezwungen, auf verwundeten Knien, auf ungekochten Reis, Nägeln und Beton zu knien. Dennoch wurden weder er noch seine Geschwister aus diesem Zuhause entfernt. Trotz 13 separate Berichte über Missbrauch von Anthony, die bei Bezirksbeamten eingereicht wurden, dürfte der Junge in diesem Zuhause bleiben. Keine der DCFS-Mitarbeiter wurden im Zusammenhang mit dem Fall diszipliniert, teilte Hatami ebenso mit. Inmitten des Missbrauchs schrieb Anthony sogar einen Abschiedsbrief, wie aus Aufzeichnungen hervorgeht, die zuvor von der Staatsanwaltschaft überprüft wurden. Überlegt mal, der hat auch einen geschrieben. Der muss unglaublich gelitten haben. Irgendwann konnte er auch nicht mehr. Niemand glaubte den Kindern. Und niemand, der Autorität hatte, tat etwas. Niemand. Die Kinder hatten Angst, dass sie die Nächsten sein würden nach der Misshandlung von Anthony. Zwei von Anthonys Geschwister, die während des Prozesses aussagten, hielten permanent einen Stressball in der Hand, als sie beschrieben, wie sie und Anthony von Baron und Liva gefoltert wurden, um die Situation durchzustehen. Die Staatsanwaltschaft bestand darauf, dass die Mutter der Drahtzieher hinter den Mord an Anthony war, während der Partner der physische Vollstrecker war. Es geht hier nicht darum, wie argumentiert wird von der Verteidigung, dass die Mutter angeblich Opfer häuslicher Gewalt wurde. Und das war nicht Anthonys Schuld, wenn es denn so wäre. Es waren 4 Jahre Misshandlung und 14 Tage Folter, Hunger, Flüssigkeitsentzug und dann Mord. Das war kein Unfall oder plötzliche Wut, sagte er. Er stellte ebenso nochmal klar, dass die Vorwürfe des Kindesmissbrauchs zurückreichen, bevor der neue Partner in das Leben der Mutter trat. Die Untersuchung ergab und beschrieb, wie die DCFS klare Signale verpasste und das Protokoll in Anthonys Fall nicht befolgte, sodass er in der Obhut der Mutter und dessen Partner blieb. Die Staatsanwaltschaft versuchte nicht, Anklage gegen die DCFS-Mitarbeiter wegen Anthonys Tod zu erheben. Nach diesen Schlussworten der Staatsanwaltschaft sagte der Richter Ota, er werde den Fall nun eingehend prüfen und ein Urteil verkünden. Er nannte noch kein festes Datum, wann er das Urteil fällen könnte. Bei der Verurteilung in allen Anklagepunkten droht den beiden eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung. Urteilsverkündung. Es ist der 7. März, eine feierliche Prozession von Teenagern und Kindern, die alle in Schwarz gekleidet waren, betraten am Tag der Urteilsverkündung den Gerichtssaal in Los Angeles, um sich ein letztes Mal an den Richter zu wenden. Sie alle wollten nur eines, eine lebenslange Haftstrafe für Heather Baron, 33, und Karim Liva, 37. 17 Verwandte und Zeugen sagten während der emotionalen Urteilsverkündung vor dem Richter des obersten Gerichtshofs von Los Angeles, Sam Ota, aus, um den Richter von der Höchststrafe zu überzeugen. Ich habe eine Zusammenfassung, die ich zitieren werde. Und Vorsicht, es wird jetzt alles sehr emotional, aber ihr könnt jederzeit eine Pause machen. Weder das Biest noch das Monster sprachen während der Anhörung. Das erste Familienmitglied, das vor der Urteilsverkündung am Dienstag oder vielmehr vor der Urteilsverkündung eine Aussage über die Auswirkungen auf das Opfer vorlas, war ein 8-jähriger Junge. Ich zitiere: Ich vermisse meinen Cousin Anthony.
Ich war ein Baby, als ich ihn das letzte Mal sah. Ich wünschte, ich könnte mich an all unsere gemeinsamen Zeiten erinnern, aber alles, was ich habe, sind Bilder und Geschichten, die mir meine Familie erzählte. Hessa ist ein böses Monster, sagte der Junge. Sie verdient es, den Rest ihres Lebens im Gefängnis zu verbringen. Ich verzeihe Hessa nicht, dass sie meinem Cousin das Leben genommen hat. Ich hoffe, dass sie im Gefängnis verprügelt wird, weil ich nur Anthony treffen wollte. Ein 16-jähriges Mädchen wischte sich die Tränen weg und sagte, Anthony war nie mit mir verwandt. Aber ich nannte ihn immer noch mein Cousin. Anthony war meine Schulter zum Anlehnen und die Schulter seiner Geschwister zum Anlehnen. Sie wandte sich direkt an die beiden Angeklagten und sagte, die beiden verdienen kein Mitgefühl, du verdienst nichts. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich euch beide hasse. Meine Mutter sagt mir immer, dass Hass ein zu starkes Wort ist. Aber es ist das einzige Wort, das meine Gefühle für euch beide ausdrückt. Wegen ihrer Taten kann ich Hessa nicht mehr als meine Familie bezeichnen. In meinen Augen ist sie das nicht. Sie ist tot für mich, sagte Dana B., eine Cousine von Anthony. Sie sprach auch darüber, wie der Mord ihre Mutter und ihren Vater Barons Bruder erschütterte. Ich habe meinen Vater verloren, sagte sie. Ich habe gesehen, wie er versucht hat, sich um meine Mutter und alles andere im Haus zu kümmern. Als er auch im Stillen litt, mehrere Redner nannten Baron ein Monster, darunter Maria, die sagte, sie sei angewidert darüber, wie ihre Schwester unaussprechliche Taten gegen ihr eigenes Kind begehen könnte. Ihr habt eure Kinder gefoltert, ihr habt eure Kinder im Stich gelassen. Und wegen dir ist unsere Familie zerbrochen, sagte Hessas Schwester. Hessa, du hast ihm seine Träume und Hoffnung genommen. Du solltest sein Beschützer sein. Sie sah dabei ihre Schwester an. Aber es kam keine Reaktion irgendwie, dass die irgendwie, naja. Es ist immer noch überwältigend für mich, sagte Hessas Bruder. Warum sind wir hier? Er konnte dann auch nicht mehr weitersprechen richtig, aber seine Frau sprach weiter, David Barons Frau Maria. Er erinnerte sich an ein Gespräch mit Hessa. Jahre zuvor, als sie ihre Schwägerin noch als ihre beste Freundin betrachtete. Es war nach dem Mord an einem Kind aus Antelope Valley, Gabriel Fernandez, einem 8-jährigen Jungen, der 2013 von seiner Mutter Pearl Fernandez und ihrem Freund Iso Aguera getötet wurde. Isaro Higuera getötet wurde. Du hast mir einmal gesagt, dass du niemals die Pearl Fernandez sein würdest. Erinnerst du dich? Weißt du das? Du bist genau wie sie. Nein, du bist noch schlimmer. Anthonys Schwester Destiny sagte auch aus, das war sehr, sehr bewegend. Ich bin endlich frei von all der Folter und dem Missbrauch. Sie fing dann auch mittendrin an zu weinen und konnte nicht weiterlesen. Sie machte dann eine Pause. Wenn ich gewusst hätte, dass dies damit enden würde, dass ich einen Bruder verliere, ich würde den Tag gerne nochmal erleben, nur mit dem einen Unterschied, dass ich es wäre, die sterben soll, nicht Anthony. Sie brach erneut in Tränen aus und konnte nicht weitersprechen, so dass Staatsanwalt Hatami eingriff und ihre Worte für sie verlas. Karim, du bist in unser Leben getreten, du hast alles ruiniert, schrieb sie. Er hat uns nicht beschützt und an der Folter teilgenommen. Für mich seid ihr beide Monster. Hatami wandte sich nun nochmals an den Richter und sagte, während die Familienmitglieder für immer mit dem Schmerz von Anthonys Tod und dem Hass auf seine Mörder leben müssen, hoffe er auf das Urteil, das der Familie einen Abschluss bringen würde. Der Richter des obersten Gerichtshofs, Sam Utara, sprach nun sein Urteil. Er befand das Paar für schuldig, verhängte die lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung für das Paar, nachdem er mehr als 2 Stunden lang emotionale Aussagen von Verwandten und Freunden des Jungen gehört hatte, von denen viele die Angeklagten als Monster bezeichneten. Anthony war ein hilfloses Kind, das von den Angeklagten abhängig war. Für seine körperlichen Grundbedürfnisse und emotionale Unterstützung. Stattdessen wurde Anthony gefoltert und getötet. Der Richter Utta wird nun akribisch seine Urteilsbegründung vorlesen. Ich zitiere aus den über 50 Seiten, so lange erstreckte die sich.
Es ist diesem Gericht zweifelsfrei klar, dass jeder Angeklagte Anthony als Sündenbock für extreme Grausamkeit ins Visier genommen hatte. Das Paar hat zusammengearbeitet, um Anthony über einen längeren Zeitraum Zugang zu Flüssigkeiten und Essen zu verwehren, was zu einem schweren Flüssigkeitsmangel führte. Und dass der Zustand von Anthonys Körper, der mehrere Blutergüsse, Schnitte und mögliche Brandflecken am ganzen Körper aufweist, die extreme Folter zeigt, die durch die kombinierte Behandlung von Anthony durch beide Angeklagte verursacht wurden, die von jedem Angeklagten eine Tötungsabsicht zeigten. Der Richter befand auch den Vorwurf des Mordes unter besonderen Umständen für wahr, bei dem Anthony gefoltert wurde. Der Richter sagte, dass die Zeugenaussagen der beiden Halbgeschwister und die einer der Töchter des Angeklagten während des Prozesses, die sagten, sie hätten gesehen, wie der Angeklagte Anthony wiederholt auf den Schlafzimmerboden fallen ließ, zeigten, dass Barron und Lavia zusammengearbeitet haben, um Anthony zu missbrauchen, ja zu töten. Er sagte, der Junge sei am schweren, stumpfen Gewalttrauma am Kopf gestorben und dem Flüssigkeitsmangel. Die Beweise, die Schlussfolgerungen stützen, dass beide Angeklagte Anthony zum Vergnügen verletzt haben und dass der 10-jährige Junge hilflos war, sich vor dem Zorn der Angeklagten zu schützen. Nach der Verlesung seines Urteils wies der Richter das Argument der Verteidigung noch zurück und sagte, es gebe keine Beweise dafür, dass die Angeklagte jemals vom Angeklagten geschlagen wurde, wie sie es in den vorherigen Malen halt beteuert hat, dass sie ja auch nur ein Opfer von Gewalt ist. Es kam aber heraus, dass in seinen folgenden Beziehungen das so passiert ist. Die Frauen haben ja auch vor Gericht ausgesagt und hatten eine einstweilige Verfügung. Die hatten auch Angst, wirklich vor ihm, was bei der Angeklagten nie der Fall war. Stattdessen, so der Richter, schien die Angeklagte mehr daran interessiert zu sein, den Angeklagten zu schützen und mit ihm zusammenzuarbeiten, um durch Lügen die Taten zu vertuschen und die Ermittlungen zu verhindern. Der gesunde Menschenverstand zeigt, dass Eltern das Leben ihrer Kinder normalerweise für wertvoller erachten als ihr eigenes, sagte der Richter. Und viele würden ihr eigenes Leben riskieren, um das Leben ihres Kindes zu retten. Er zitierte Fälle, in denen die Angeklagte Schritte hätte unternehmen können, um Anthony zu schützen oder sein Leben zu retten. Besonders als er im Krankenhaus kurz vor dem Tod stand und sie weiterhin über das Geschehene log und nicht sagte, was passiert war. Die meisten, wenn nicht alle vernünftigen Eltern, hätten unter diesen Umständen das Leben des Kindes als vorrangig gewählt und dem medizinischen Personal die Wahrheit gesagt, um zu versuchen, ihr Kind zu retten. Das ist nicht passiert. Stattdessen, wie die Richter feststellten, sagte einer der Ärzte, die Anthony behandelten, aus, sie war mehr um sich selbst besorgt und tat alles, um den Angeklagten zu schützen, indem sie ihn einfach abschirmte. Nach der Urteilsverkündung beschrieben Familienmitglieder von Anthony die Verwüstung, die nach seinem Tod empfunden wurde. Dieser Schmerz in unseren Herzen, den niemand wird diesen Schmerz über den Verlust von Anthony uns jemals wegnehmen können, sagte Maria Barron, die Tante des Jungen. Ich habe mir immer gesagt, dass er, wenn er erwachsen ist, nach Tante Maria und Onkel David suchen würde, weil er weiß, wie sehr wir ihn lieben. Er war wie ein Sohn für uns. Ich beobachtete, wie er seine ersten Schritte mache, ihm half, seinen Namen zu schreiben, wie man liest. Das kann mir niemand mehr nehmen, aber jetzt werde ich nie sehen, was für ein erstaunlich junger Mann er werden wird. Es gibt einen kleinen Sinn für Gerechtigkeit, sagte Hatami auf der Pressekonferenz nach der Urteilsverkündigung. Hatami nutzte die Pressekonferenz auch, um einen Schuss auf seinen Chef zu richten, von dem er sagte, dass er sich weigerte, sich mit der Familie zu treffen. Hatami kandidiert gegen diesen Bezirksstaatsanwalt Gascon. Er wollte nicht auf die Familie hören. Er würde sich in diesem Fall nicht einmal die Fakten und die Beweise ansehen, sagte Hatami, der ein scharfer Kritiker des progressiven Staatsanwaltes war und seine Entscheidung gegen die Todesstrafe nicht verstand. Etwas Positives gibt es natürlich noch zu berichten. Außer dass es seinen Geschwistern gut geht, wollen sie, wie gesagt, jetzt am Morgen oder heute, je nachdem, wie ich es geschafft habe, mit dem
mit dem Router, der kaputt gegangen ist, Anthonys Geburtstag feiern und die Verurteilung und seiner Peiniger und Monster. Also meine lieben Crime Cats, ich danke allen wirklich, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt mit mir zusammen und dem kleinen Anthony gedenken wolltet. Ich möchte, dass sein Schicksal nicht vergessen wird. Ich werde an seinem Geburtstag eine kleine Kerze anmachen und mich über die Verurteilung freuen und dass seine Geschwister dank ihm nicht mehr leiden werden. Ich werde auch dem Staatsanwalt gedenken, der sich so für diese ganzen Kinder einsetzt und für sie kämpft. Und wie immer bitte ich euch, aufmerksam zu sein. Seht ihr etwas, sagt etwas. Schaut nicht weg, tut etwas, wenn ihr könnt. Und macht euch nicht zu Mitschuldigen. Reagiert. Scheut euch nie einzugreifen, auch wenn es die eigene Familie ist. Unterstützen könnt ihr mich gerne durch ein Abo oder durch Sponsoring. Ihr seid die Besten. Ich habe eine große und großartige Crimecats-Familie. Und wenn ihr auch dazu gehören wollt, lasst doch bitte dieses Abo da. Aber wie immer bitte ich euch jetzt auch was Schönes zu machen. Knuddelt mal eure Lieben. Lasst es euch gut gehen, wie immer. Esst was Schönes, macht was Schönes. Lest was, schaut euch was an, damit ihr auch ein bisschen runterkommt von dem Fall. Und fühlt euch ganz lieb gedrückt von mir, denn ihr seid nicht allein. Ihr seid ein Teil der ganzen Crimecats-Familie. Und ich freue mich aufs nächste Video. Schreibt mir was in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem Video. Sagt es mir. Ich habe es extra ausführlich gemacht, weil ich finde, die Punkte, die gehörten wirklich da rein. Sagt mir eure Meinung. Oder hättet ihr es lieber in 20 Minuten abgehandelt bekommen? So, meine Lieben, ich freue mich schon auf eure Rückmeldung. Macht's gut. Bye. 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 Mm-hmm.